Yo, Top Tier Talkover mit T-I-E. Ach, ihr kennt doch den Rest. Und wie heißt du und woher kennt man dich? Man kennt mich von Battle Rap, von deutschen Battle Rap. Und von englischsprachigen auch? Von englischsprachigen Battle Rap kennt man mich auch, ja. Ja, mittlerweile schon, ja. Einmal gemacht. Bevorzugst du englischen Battle Rap immer noch über deutschen Battle Rap? Ja, also ja, von der Qualität her kann man drüber streiten, so, aber zum Entertainment auf jeden Fall, ja. Okay, nach wie vor, ja. Qualitativ ist es nach wie vor drüber. Die Show, ja, die Show. Ist krassere Show auf jeden Fall, ja. Könntest du das auch bei anderen Ländern sagen? Also ich weiß ja wegen der Sprache nicht viel, aber vielleicht, was du gesehen hast, Aufmachung, Flip-Top, Rap-Contenders oder irgendwo anders? Geht auf jeden Fall nichts über die Philippinen, so. Also Hallen, halbe Stadien, so, das ist natürlich, also unfassbar, dass sowas überhaupt funktioniert. Crazy auf jeden Fall. Dann auch wieder geiles Ding, was Diz gemacht hat. Kennst du das von dieser schrägen Treppe? In Libanon? Ja, genau. Ja. Ist auch geil. Ist keine Riesenhalle, aber ist auch so, okay, so kann man es also auch machen. Mhm. Ja, die Dinger in Britannien sind auch nice, aber Amis sind schon immer das Nonplusultra, glaube ich, immer noch. Ja, wir sind jetzt letztens mal in Polen gewesen. Da fängt das gerade an mit den Written Battles. Ne? Stop% Freestyle-mäßig schon lange unterwegs. Genau. Mhm. Und die machen jetzt auch Rap Knockout, heißt es, auch Written Battles und haben ganz groß angefangen. Also wirklich mit bekannten polnischen Rappern der Szene, die sofort ins Battle gesteppt sind. Da hatten wir auch einen Beitrag zu gemacht. So, und das ist halt eine krass, wie so drei Länder halt, die nebeneinander liegen, so Deutschland, Polen, Russland. Russland voll written, gar kein Freestyle. Polen voll Freestyle, kein written. Und hier versuchen wir halt immer noch den Mix zu behalten. Also warum sich das so unterschiedlich entwickelt, ist für mich sehr spannend manchmal zu beobachten. Was siehst du generell in der Entwicklung in Deutschland so? Freestyle und Writtens, löst das eine das andere ab? Ist es beides noch gleichermaßen unterhaltsam oder denkst du, Freestyle stirbt langsam aus und die Writtens übernehmen die Battle-Szene? Ja, also ich würde sagen, eine Wachablösung hat schon stattgefunden, glaube ich, leider gefühlt. Also ich würde sagen, die Writtens haben schon Freestyle abgelöst, so als Haupt-Entertainment so. Aber weißt ja selber, Alter, wenn ihr habt so alle paar Monate, sind so ein, zwei Freestyles dabei, die dann wieder Views-mäßig oder wieder voll reinknallen so. Vom Prozentsatz, glaube ich, ist auf jeden Fall, sind die Writtens ganz klar krasser. Aber ja, Mann, Alter, das, was willst du machen, ey? Das ist ja, written ist halt einfach das Ding momentan so seit einiger Zeit und es wird auch, glaube ich, so bleiben, solange jetzt nicht irgendwelche anormalen neuen Freesteller kommen und irgendwie das auf ein neues Level heben, ey. War ja in Amiland auch so, ne? Also früher gab es diese Freestyle-Friday-Sachen, ich weiß nicht, hast du noch Gin und so im Kopf, wie die mal früher gefreestylt haben, ne? Das gab es einfach regelmäßig so. Mittlerweile viel seltener, Wild and Out und die großen Sachen vielleicht noch ab und zu. Ist auch kein Freestyle, ne? Nicht wirklich, ja, aber dass jetzt halt mit dem Beat und dem Mic und oder Beatbox halt noch gerappt wird, dass dieses alte Hip-Hop-Cypher-Feeling noch halt da ist, so siehst du das ein bisschen, kann man sagen, Freestyle ist mehr Sport und Written ist mehr Kunst? Boah, das ist eine krasse Frage. Aber ich verstehe, was du meinst und ich würde sagen, das trifft auch irgendwo zu, weil also vom Aspekt her so, das ist, okay, Bums, 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 so 3-4 Minuten fit sein und on point und dann wieder raus und Kunstfaktor beim Written natürlich dieses Vorbereiten, Recherchieren, Acten, halt, es zählen halt viel mehr Sachen dazu, ein Written Battle zu machen, also spontan in einem Freestyle kann jeder irgendwie eine Glanzstunde haben, aber so ein Written Battle, wenn du da krass bist, dann bist du auch gut, so, es gibt keinen Zufall, gibt's keine Zufallstreffer so. Denkst du, die Zuschauer oder der Großteil der Zuschauer, die sich Battles reinziehen, interessiert das im Detail, was wirklich geschrieben ist, was wirklich gefreestylt ist, ob es geghostwritet ist oder nicht, ist ihnen das egal und Hauptsache die Show ist geil? Oder denkst du, dass da schon noch genug Leute da sind, die auch die sportlichen Aspekte daran, für die dann das auch noch wertvoll ist, dass jemand nicht gedoped antritt? Ja, also dieses Ghostwriting-Ding ist sowieso, haben wir letztes Mal auch im Stream besprochen, das ist sowieso bis auf Damage, Karma, Rob Skew und so, ist das bei mir noch nicht so angekommen, dass die das Leute wirklich machen oder so, obwohl ich auch schon mal Leuten geholfen habe, so, aber dieses, das ist jetzt wirklich okay, dass den Part hat der geschrieben oder das Battle ist von dem eigentlich, das findet in meinem Kosmos nicht so statt, aber gerade auch durch das Format, was ich ja seit über einem Jahr mache, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die Leute sehr wohl krass interessiert, was in Köpfen von Battle-Rappern vorgeht, woran man merkt, dass das jetzt Freestyle ist, woran man merkt, dass das ein genialer Freestyle ist, woran man merkt, okay, das ist vielleicht vorgedacht, so, interessiert die Leute krass. Also du meinst, wenn wirklich ein Konter in einem Written wirklich gefreestylt ist, ist es doch mehr wert als ein vorgedachter Konter, der dann dem in die Karten spielt, weil er damit gerechnet hat,
dass der Gegner diesen Angriffspunkt da annimmt ja. oder ausspielt. Ja, aber safe, Alter. Also, merken, also die Leute, ich sag doof, aber die Leute merken sowas. Ne? Die Leute spüren das einfach. Du spürst live, okay, das ist jetzt vorgeschrieben, ist nice, ist cool. Auch Props und auch Jubel. Aber diese wirklich genialen Momente, so, die, wo du halt was freestyles, was der halt irgendwie so eine halbe Minute vorher gesagt hast und dass du irgendwie nice flippst, das sind dann wirklich diese Ausrastermomente. So. Da haben die Leute schon ein feines Gespür für auf jeden Fall. Okay, und du meinst auch, was diese Ghostwriting-Vorwürfe angeht, generell ist es gar nicht so viel angekommen. Von dir hat keiner Lines benutzt in einem Battle, was existiert? Doch, also ich habe auf jeden Fall, aber das ist auch das einzige Mal, glaube ich, gewesen. Sonst zeigen mir Leute halt Lines und ich sag so, die ist nicht gut, die ist gut, aber da war jetzt ich will es keinen Zeitraum nennen, aber irgendwann in der Vergangenheit kam auf jeden Fall jemand auf mich zu, meinte immer zu, ich habe hier ein Battle, wäre geil, wenn ich das alles zeigen könnte und dann wirklich viele Telefonate und die Line nimm nicht, wenn du die Line machst, dann betone die so, das war schon so wie kurz vorm Ghostwriting. Okay, also vielleicht einzelne kleinere Sachen, aber halt keine großen Parts oder keine 8er, keine 12er, 16er, die da übernommen wurden. Deswegen, ich widerspreche mir, glaube ich, gerade ein bisschen, weil ich ja sage, das ist bei mir noch nicht angekommen. Das war so ein Ding, wo ich sage so, okay, krass, das ist wirklich, jetzt habe ich dir wirklich, also das, wenn du jetzt abreißt, dann geht so die Hälfte, der Props gehören mir so theoretisch, ne? Aber ansonsten, dass ich jetzt so bei anderen mitbekomme, okay, oder auch das höre überhaupt, diese Gerüchte, das ist eigentlich nicht der Fall so. Noch nie von einer WhatsApp-Gruppe gehört, die gegründet wurde, wenn alle Reime suchen für den Gegner. Das gibt's oder was? Ja, ich habe das schon öfter mitbekommen. Ah, Quatsch. Aber was für ein Kreis so? Was für ein Dunstkreis an Battle? Unterschiedlich. Also auch viele berichten ja auch selber darüber, wenn die zum Beispiel sagen, dass ein Match announced ist, ne? Und ja, sagen wir, Rapper A tritt gegen Rapper B an und Rapper C mag Rapper B nicht, dann schreibt Rapper C Rapper A von alleine an und sagt, ich weiß hier was. Ja, das auf jeden Fall. Da kann ich als Most Hated leider nicht viel zu sagen, weil zu mir kommt keiner und bietet mir irgendwelche Lines zu Gegnern an. Aber ich gehe davon aus, also ich weiß auf jeden Fall so, wenn ich das Rematch hatte oder gegen den oder den Battle, dann weiß ich ganz genau, der hat im Rücken noch Leute, die können auch was, die mögen mich auch nicht. Ist da klar, dass sie dann die Köpfe zusammenstecken so. Aber ich habe das Glück habe ich noch nicht gehabt. Es gibt ja auch mittlerweile, ich glaube, wer hat damit angefangen? Nidal, wo er gesagt hat, ihr seid meine wahren Gegner heute, ja, und genau. So. Ne? Das war das Ding, auch geiler Angle und dann natürlich perfekt exekutiert so mit diesem dieses gegenseitig Anscheißen. Mhm. Ne, war natürlich ein Bombenline so. Das rührt ja von diesem Karma, Rob Skewer, Brian Damage und Harry Crotch-Ding, wo die sich gegenseitig so, das ist Schandfleck auf jeden Fall. Du hast gerade Most Hated gesagt. Seit wann gibt es diesen Begriff? Seit wann fühlst du dich so? Ist das überhaupt so? Ich würde sagen schon. Also ich würde sagen, wenn du 100 Battle-Rapper hinstellst und die müssten jetzt 3 Battle-Rapper nennen, die denen irgendwie unsympathisch sind oder denen, die nichts gönnen oder wo die eine schlechte Meinung von haben, ich glaube so, bei der Umfrage wäre ich auf jeden Fall ganz oben, ey. Okay, seit wann? Also es wird auf jeden Fall immer mehr jetzt. Das war Alpha Royale war so, da war es überhaupt nicht so, da waren die Sympathien auf meiner Seite, weil es halt eigentlich gewonnen habe, die haben es aber gegen mich gejudged, dann habe ich mich so ein bisschen aufmüpfig verhalten, den Großen gegenüber, und aber dieses ganze Auge-Ding, was ich eigentlich schon durch meine Battle-Rap-Karriere quasi so durchgezogen habe, dieses mich über Leute lustig machen von oben herab, ihr seid dumm, ich bin der Cleverste so, das habe ich halt jetzt dadurch noch so ein bisschen spezifiziert und jetzt schwappt das so um seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr, ja seit ein paar Monaten so dieses du trittst nur noch nach unten und für wen hältst du dich und sowas halt. Naja, ist das nicht ein anderer Rahmen? Ich meine, wir haben ja den Rahmen geschaffen, ich will jetzt sagen, wir alle, die dazu beigetragen haben im Battle Rap, dass man das überhaupt kann. Früher, gerade in Berlin, 90er, auch 2000er, so, da war das nicht so, dass der Rahmen halt da war, dass jemand, der nicht dahinter stehen konnte, Sachen sagt in einem Battle. Der musste quasi auch außerhalb des Battles dann dahinter stehen. Und wir haben dann den Leuten gesagt, halt, ist doch nur Rap, haut euch nicht für die Lines auf die Fresse, ist ein künstlerischer Rahmen. Und wenn man da halt nach unten tritt, ist es doch was anderes als in einem YouTube-Format oder in einem Interview. Ja, das stimmt, aber ich meine, ich kenne ja nicht mehr die Namen von den Leuten. So, da ist ein Battle-Rapper, der ist ein Künstlernamen, geht auf die Bühne und baut da Scheiße. So, vor der Kamera, und das wird ja ausgestrahlt. So, wenn es da jetzt einen gibt, der sich darüber lustig macht, dass der halt auf der Bühne schlecht war, so, ich sag ja nicht persönlich, ist der jetzt, oder ist der jetzt eine Kackperson oder sonst irgendwas. Ich sag so, das war wack, das war gut, deswegen ist das in meinen Augen kein guter Battle-Rapper, aber ich bin der Einzige, der das macht.
Und deswegen ist natürlich, kommt dann natürlich auch, kennst ja selber, was man sieht, das erntet man so. Deswegen. What goes around, comes around. Aber hier geht es ja jetzt nicht nur um künstlerische Aspekte oder und Battle-Rapper, du beleidigst ja auch random Leute aus dem Publikum. Aber beleidigen nicht, ich mache mich halt immer ein T-Shirt lustig oder wenn sich jemand verhält wie ein geistig Gestörter, dann pointe ich das aus. So. Das ist ja, aber das ist ja, da kann sich doch, also keiner kann sich ja irgendwie, keine Ahnung, du gehst ja nicht in ein Fußballstadion, ziehst dich nackt aus, läufst aufs Feld, machst so mit der Eckfahne irgendwie so und wenn dann einer das Video guckt und dann sagt, ey Dicker, was macht der, was ist denn da los? Yeah. Sondern das ist ja nicht so, wie, sondern das ist, du verhältst dich, du bist verhaltensauffällig, yeah. Einer pointet das raus und dann ist doch auch gut, du entscheidest dich doch für diese Aktion, für diese Hampeleien, für dieses Dazwischenrufen und so. Ja, aber ich meine, dass dieses, was du gerade gesagt hast, dann mit dem Karma-mäßigen halt, ne? Das kommt dann halt auf einen zurück, ne? Wenn man jetzt generell, ich würde auch Reaction-Videos machen zum Beispiel und mir gerne gute Battles reinziehen und meine Meinung dazu abgeben oder zu Songs, aber vielleicht Dinge, die ich nicht so gut finde, würde ich dann vielleicht nicht mit reinnehmen. Dann wäre das halt so mein Format, dass ich sagen würde, ich berichte über die Sachen, die mir gefallen. Dein Format ist ja schon kritisch, Auge machen, ich weißt mache du? Auch. Genau, deshalb, also schon eher, es ist ja interessant, also es ist ja auch, kann ja auch unterhaltsam sein, ne? Es kommt halt drauf an, in welchen Rahmen, aber es gibt dann ja halt Leute, die das dann auch sehr trifft und die, für die das sehr nachhaltig auch wirkt, ne? So schadet vielleicht sogar, ne? Wenn jetzt, jüngst war zum Beispiel Chrom Fesers hier, der kleine Skandal in meinen Augen, weißt du, der dann so aufgebauscht wurde, da hat dein Video den nochmal nachgesetzt so. Und gerade Fesers, der ein bisschen jünger ist oder so, weißt du, so den, ich glaube, den treffen Kommentare. Der ist da jetzt nicht vielleicht wie andere, denen das vielleicht ein bisschen am Arsch vorbeigeht. Ja. Also, was sagst du dazu? Das ist so vielleicht so Sensibilität ein bisschen. Ist das angebracht nicht? Ey, ich bin ja gerade in diesem Prozess drin. So. Deswegen diese, ich möchte jetzt nicht Hate-Welle nennen, aber diese, die Anzahl der Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind oder die das so verteufeln, was man macht. Ich merke das ja an Kommentaren oder Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme oder so. Da macht man sich dann das erste Mal jetzt auch darüber Gedanken. Und ich habe gestern noch mit Chrom auch geschrieben. Ich hoffe, der kommt morgen bei mir in Twitch-Stream rein, dass man da so ein klärendes Gespräch führen kann, weil ich habe mir seine Interviews danach nicht reingezogen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. So, und ich fände es aber geil, wenn der auch dann zu mir kommt, aber jetzt nicht so nach dem Motto Heimspiel, sondern wir sind alle fair im Chat und so. Dass der mir das aus seiner Sicht nochmal sagt oder mir seine Meinung ins Gesicht sagt, also ins Gesicht, fände ich auch cool halt. Und das mit Fesers natürlich, ich gehe ja nicht berechnend an die Sache ran. So, das ist ja alles, ich schneide ja nichts, ich nehme nichts zweimal auf, ich gucke mir ein Video an und sag was dazu und hau das einfach raus. So, und jetzt ist halt das erste Mal, dass dann halt vielleicht was hängen bleibt, wie du es eben gesagt hast beim Fesers, und dann muss man sich halt hinterfragen, muss man sich halt überlegen, okay, hätte ich das vielleicht anders formulieren können? Eigentlich ist es trotzdem meine Meinung, aber vielleicht war es ein bisschen schroff. Das heißt, beim nächsten Mal überlege ich mir, mache ich das oder mache ich das nicht? Weil wenn ich es mache, dann mache ich es auf meine Art und Weise. Ich würde jetzt nicht so eine softe Auge-Variante, würde ich dann auch, habe ich keinen Bock drauf, da mache ich lieber gar nichts drüber. Aber man überlegt dann halt das nächste Mal auf jeden Fall safe zweimal. Okay, warte mal ganz kurz. Ich gucke es mir vielleicht nochmal an. Ist das wirklich ein bisschen krass? Ist das hart? Ist das ein Stempel auf jemanden, der es nicht vertragen kann? So? Ja, also nicht jeder ist da halt so, sagen wir mal, zart beseitigt oder hat einen harten Kern oder sowas, ne? Ich meine, als Battle-Rapper sollte man schon einiges vertragen, denke ich auch so. Kann aber sein, dass der eine Zuschauer oder der jetzt nicht in einem Battle-Rap-Kontext das da halt steht, das ein bisschen anders sieht. Gibt es denn Dinge, die du bereut hast, wo du sagst, okay, hier war ich vielleicht ein bisschen zu scharf, zu hart? Leute, die im Nachhinein gesagt haben, ey, ich habe jetzt wegen deinem Video eine Hate-Welle in meinem Account. Also guck mal, ich finde zum Beispiel Rosbach zum Beispiel, der bei Dilti im Publikum steht und sich da und da die ganze Zeit diese Gun-Sounds macht, so, der macht sich da, keine Ahnung, Alter, dutzendfach zum Affen so. Ich habe das einmal drauf gezeigt und mich darüber lustig gemacht. Der macht dann halt einen Track, wo der mich disst oder ist in irgendeinem Battle im Hintergrund und macht dann irgendwie so, stichelt. So, das ist so, der heult nicht deswegen. Der weiß, was der macht, der ist ein gestandener Typ so, und der sieht das auch schon auf dieser Ebene, auf der das stattfindet so. Native genauso. Fesers ist halt ein bisschen, ist ja jetzt ein bisschen zart beseiteter anscheinend, so, da muss man sich halt überlegen, macht man das da, macht man das nicht. Aber ansonsten, ey, da steht mal einer vorne, der hat ein hässliches Hemd an. So, du hast das Hemd angezogen, so, wo ist das Problem? Man unterschätzt aber teilweise, was das Internet auf jeden Fall für eine Wirkung hat, weil das ja alles nochmal dupliziert wird so, und dass es dann wirklich halt auch Idioten gibt, die dann einfach
was ich nicht nachvollziehen kann, aber die dann mein Video sehen und sich denken, ja, der Cynic hat recht, der ist echt ein Spasti. Ich schreibe dem jetzt, dass der ein Spasti ist. Mhm. So, das ist natürlich, warum? Gibt's das auch umgekehrt? Ich meine, seit du YouTube-Videos machst, wo ich auch letztens drauf angesprochen, gibt's ja auch Leute, die YouTube-Videos über dich machen, jetzt auch nicht im Battle-Rap-Kontext. Wie siehst du das dann? Bekommst du auch Hate-Mails, wenn einer dich dann analysiert? Oder gehst du dagegen vor? Ich wurde mal gefragt, ob du YouTube-Videos sperren lassen hast, die über dich da gemacht worden sind. Nee, also das Einzige, was ich mache, ist, weil ich mache ja zum Beispiel Videos über Leute, also ich zeig mein Gesicht, ich setze mich dahin, sag meine Meinung, patsch. So, ich, wenn jetzt ein Rapper irgendwas postet, dann kommentiere ich keine Scheiße drunter oder ich schreibe den nicht, also ich mache öffentlich so das, was ich davon halte. Und das, was ich zum Beispiel bekomme, wenn jetzt jemand Videos macht, keine Ahnung, wie sie alle heißen, es gibt bestimmt locker 4, 5, 6, 7 Videos, die schon irgendwie so den Charakter oder dieses Kritikunfähige oder dieses Gottmäßige, wie, für wie ich mich halte, so das diffamieren sollen, so. Ich sperre gar nichts, ich sperre überhaupt nichts, hab noch nie was sperren lassen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich halte meine Kanäle sauber. So, wenn, also mein Insta, da lösche ich Kommentare, blockiere Leute, mein YouTube-Kanal, wo ja meine, also sind ja meine Leute. Das ist ja so mein Name, meine Videos, so da hat keiner drunter zu schreiben, so guckt euch mal alle das Video an, wo jemand sagt, dass der Cynic ein Spasti ist. Guckt euch jetzt mal KuchenTV an oder sonst irgendwas. Das lösche ich dann halt. Machst du das auch umgekehrt auch nicht, ne? Also unter ein anderes Video sagt, guck mal. Gar nichts. Und ich ermutige, ich sag auch niemanden, ey, schreibt dem mal oder guckt euch das mal an oder gebt mal einen Daumen nach unten. Ich geb auch keine Daumen nach unten. Ich kommentiere auch nichts negativ. So, das ist halt super schwierig. Und weil du halt, also ich nehme mir das Recht raus, ich habe ja auch darüber nachgedacht, ich nehme mir einfach nur das Recht raus, meine Kanäle sauber zu halten. Mein YouTube, mein Instagram und mein Dingsbums. Und was außerhalb passiert, da können Leute Videos machen, da wird nichts gesperrt. So, die können, da können sich Vereine gründen oder tausende von Leuten irgendwie im Foren treffen und sagen, der Cynic ist der größte Bastard, den es gibt, dem geht es nur noch ums Geld, der tritt nur noch nach unten, der immer auf die Kleinen und der kann keine Kritik ab und sein Merch ist scheiße. Das können die alles machen, aber es soll nicht auf meinen Seiten stattfinden. Okay, also quasi, wenn man dann sagt, dir schmeckt deine eigene Medizin nicht, trifft in dem Fall nicht zu. Ich hatte letztens mit Pisek das Gespräch, dass mal RV ihm was von seiner eigenen Medizin geben wollte im Battle und dann ihn angefangen hat, kontrovers zu battlen. Ja. Und wenn man das jetzt auf dich ummünzt ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn jemand auf deine Battles oder deine Sachen Auge macht, kannst du vertragen. Können die machen, können die ja alles machen. Aber ich muss ja für mich entscheiden, gucke ich mir das überhaupt an? Weil das macht mir auch schlechte Laune. Ich gucke mir jetzt nicht, wenn ich jetzt sehe, irgendein Hampelmann macht eine halbe Stunde Video gegen mich, gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Das macht mir schlechte Laune. Macht mir schlechte Laune. Ich kann es gar nicht, also ich weiß nicht, ob es einer gemacht hat. Mich entertaint das, ehrlich gesagt. Ich mag Verschwörungen von außen und people from a distance, you know, so wenn die dann sagen so, das war so und so und sie interpretieren irgendwas rein und das machst du eigentlich auch in Gesichter, in Mimiken irgendwas reininterpretieren, zu sagen, wenn wir schon über dieses Chrom-Ding reden, wo du gesagt hast, der hat das nicht gehört. Du sagst dann einfach, er hat das nicht gehört. Und an sich, genau. So, und das liest du dann ab an seiner Bewegung oder an seinen Dings. Das ist so ein Hobby-Psychologen-Ding. Das habe ich ja schon voll oft gesagt. Das habe ich ja beim ersten Auge überhaupt schon gesagt. Meinst du, das ist jetzt Hobby-Psychologen-Sicht? Das heißt, jeder weiß, das sind so meine, ich bilde mir das ein so. Ich kann halt so, ich sehe einen Gesichtsausdruck und ich denke mir so, ah, okay, gut, so meint er das nicht. Oder das hat er vielleicht nicht gehört. Deswegen ist der so und so. Klar liegt man da auch daneben. Ich meine, ich hau das ja alles raus. Das ist ja alles freies Reden. Und safe widerspricht man sich da auch. Weil es gibt ja, ich habe ja locker über 100 Stunden einfach nur Material draußen, wo ich einfach nur erzähle, one take. So, klar, ist da bestimmt auch mal was unlogisch, so, aber vom Grundding her, das heißt, ich mache Auge, so, und da wird natürlich auch irgendwann Auge auf mich gemacht, aber ich muss es mir nicht angucken und ich muss meine Kanäle damit nicht beschmutzen. So. Okay, aber ich habe ja noch gefragt, ob es dann Dinge gibt, die du bereust. Gibt es da was Konkretes so? Weil ich glaube, eins habe ich im Kopf, wo du meintest, ja, da hätte ich mal anders machen sollen oder direkt nicht so ausdrücken sollen. Weißt du, was ich meine? Oder ja, ich weiß nicht, zum Beispiel das Judging von Savage beim Alpha Royale. Und du bist ja generell die Judges danach angegangen. Ja. Also muss man das in der Form und das machen? Also, weil ich hatte aus meiner Perspektive den Eindruck, viele waren auf deiner Seite danach, aber fanden es halt nicht cool, wie du dich im Nachhinein verhalten hast, öffentlich. Ja, das ist mir aber scheißegal, weil ich habe das, das stehe ich voll und ganz zu, so, die haben sich da alle nicht mehr rumbekleckert, die haben, also vom Vollskandal Alias über zum Halbskandal Kollega bis hin zu, keine Ahnung, einem unsicheren Motrip und einem Savage, der sich als einziger danach auch bei mir gemeldet hat und ein bisschen, wir haben dann diskutiert, wir haben dann und offensichtlich verschiedene Ansichten, wie man Battle zu judgen hat oder wie man Battle judged. So, und das ist dann ist das Ding ja auch durch.
Das ist das Einzige, wo ich dann gesagt habe, okay, dass ich beim Cyberstar dieses Hobbypsychologen-Ding gemacht habe, nach dem Motto, eigentlich denkt der was anderes. Hat er mir auch gesagt, meinte er, wie kommst du darauf? Meinte er, nein. Ist so, okay, das ist Aussage gegen Aussage, dann war es von mir falsch. Ja, deshalb ja. Also ich meine, Meinungen vorher, also ist es nicht ein bisschen zu frech zu sagen, judge mal mein Battle, dann mit der Entscheidung nicht zufrieden zu sein und den dann öffentlich zu verarschen. Also geht das nicht einen Schritt zu weit? Nee, finde ich nicht, weil es kommt auf die Art und Weise an. So, es ist, also in dem Augenblick auf der Bühne habe ich sowieso die Welt nicht verstanden, aber selbst als ich mir danach nochmal angeguckt habe, war so, also ich habe mir das nochmal angeguckt, bevor ich diese ersten zwei Auge-Folge über das Judging gemacht habe, habe ich mir das da angeguckt und gedacht, ey, Alter, mach nämlich, Alter, was ist das, Alter? So, das gibt's doch nicht. Was labern die da komplett für eine Scheiße? Mhm. So, und das, so habe ich dann halt dieses Video gemacht. Ja. Ja, also deswegen sage ich ja die Art und Weise, wie du gesagt hast. Man kann ja sagen, es gibt ja so viele Beispiele, wo es Fehljudging gab. Das ist halt nur das bekannteste Ding, wo dann zu viele drüber gesprochen haben. Aber ansatzweise sowas gab es auf gar keinen Fall, wo so 4-1, wo so alle der anderen Meinung waren. Es gab so 3-2-Dinger oder so, wo man hinterher sagt, okay, es misjudged und so, aber so ein Ding, wo es so klar ist und dann aber so klar das Gegenteil gejudged wurde, dann nehmen wir ein Beispiel. 99 gegen Jizzy. Das war für alle im Raum klar, dass der eine gewonnen hat und nicht. Naja, also ich fand 99 besser halt so. Ich glaube, der hat den Überraschungseffekt halt gut genutzt. So von Jizzy habe ich vielleicht auch mehr erwartet. Vielleicht war das nicht, dass ich nicht mit dem gleichen Standard gemessen habe, könnte man auch sagen vielleicht so. Aber ich denke, es gibt sehr viele Judgings, auch unbekannte Sachen. Tunschmann hat gegen Mikesh gewonnen. Ich meine, weißt du so, das ist halt nur kein Skandal, weil da keine 5 berühmten Rapper auf der Bühne stehen, ne? So. Aber ich meine nur, es ist doch was anderes, gerade bei Savage, ne? Wo das Judging ja nicht, er kam ja nicht durch Kollega rein, weißt du so. Klar. Also ich hab mit dem Kontakt gehabt und habe dann gesagt, hast nicht Bock zu judgen? Meinte er, ja, weiß ich nicht. Und wenn, dann müsste Tiers das meinst du, ja, dann hab ich euch connected. Also ich habe da quasi dafür gesorgt, dass der im Judging, dass der da judged, aber nicht, weil ich mir dachte, der judged schon für mich, sondern ein Kollege ist ein Rapper. Savage ist ein Rapper. So, dass der eher, wenn es drauf ankommt, pro Mighty ist, weil der auch rappt und keine Comedy macht. So, das war, aber darum ging es mir ja nicht. Es ging ja darum, eine geile Jury irgendwie zu schaffen. Ja, und das war ja, es hat der Zeitpunkt hat gepasst. Ich habe mit Savage ja schon am Anfang über das Judging gesprochen, noch vor München, bevor du gegen RV gebattelt hast. Da kam es irgendwie noch nicht in Frage so. Und dann hast du mit ihm nochmal gequatscht, dann dachte ich jetzt schon. Und das war alles so zeitgleich mit seinem Geburtstag. Eigentlich habe ich mit ihm nur über seinen Geburtstag gesprochen und so. Und dann, als es möglich war, habe ich gedacht, super. Deswegen sage ich ja gerade, jemanden erst um ein Judging zu bitten, dann mit der Entscheidung nicht zufrieden zu sein und ihn dann öffentlich verarschen. Das geht doch zu weit. Ja, öffentlich verarscht habe ich es nicht. Ich habe nur seine Gestiken zu interpretieren, hobbypsychologisch. Ja, aber ist ja kein Verarsch. Ich habe nicht gesagt, guck mal hier, wieder der lang wackelt und so. Ich habe einfach meinen Unmut geäußert. Mhm. Ich meine so, das ist schwach und so. Der fühlt das nicht, was er da sagt. Ich sehe das in seinem Ding, hobbypsychologenmäßig so. Und ja, wenn man jetzt, klar, kennst du Battle-Rapper hören. Wenn man mich jetzt battelt, kann man sagen, Dicker, das ist der übelste Bitch-Move. Du lädst den Erster ein, willst, dass der für dich judge, dann judge der nicht für dich und dann machst du dich noch über den lustig. So, kann man, was soll ich dagegen sagen, so im Battle? Aber wenn man ehrlich ist, so, ich wollte eine geile Jury schaffen, der war in der Jury, dann hat der da irgendwas gesagt, was für mich gar keinen Sinn gemacht hat, für mich auch immer noch keinen Sinn macht, weil, was er mir auch, wir sind auch bei den Voicemails nicht übereingekommen. Ne, am Ende war es dann so einfach, okay, gut, scheiß drauf, komm, abgebrochen so, weil wie der, nach welchen Kriterien der ein A Cappella-Battle judged, geht nicht in meinen Kopf rein. So, und das habe ich gesagt. Genau, also man kann sich ja über die Kriterien äußern. Man kann auch mit einem Judging nicht konform gehen und man kann auch sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja alles noch in einem Rahmen, aber ich selber finde es ja dann geil. Kennst du die Lines von 4-7, wo er sagt, wie oft wurde bei mir falsch gejudged und ich habe immer meine Fresse gehalten, ich komme dann einfach nächstes Mal hin und mache es besser. Mhm. Weißt du, so, dass man, dass das so ein bisschen respektabler dann ist, wenn man so ein Verhalten an den Tag legt und sagt, ich meine, weil ich, egal was 4-5 Judges auf der Bühne sagen, ich meine, in dem Fall, wenn es um Preisgeld geht oder um einen Deal und so, ist natürlich noch eine andere Sache, aber generell geht man trotzdem als Sieger ja auch raus, ne? Wenn die Mehrheit sagt eigentlich, dass man da besser war. Auf jeden Fall, aber ich guck mal, ich kann nichts dagegen machen. Ich bin, wie ich bin. So, und ich habe da Ideen gehabt und ich habe auch nicht einfach nur gesagt, der ist scheiße, der, sondern ich habe es ja auch, das haben mich ja nicht Leute angeguckt, weil ich sage, der ist ein Schwanz, der hat keine Ahnung, sondern ich habe es ja auch entertainend gemacht. Ich bin ja Comedian, ich habe es auch lustig gemacht. Das ist Entertainment auch gewesen. So, ich habe mir da auch was bei gedacht. So, das sollte ja auch nice sein. Und dass das ein negativer Vibe ist, so das Ding heißt, macht Auge. Ich bin als professioneller Hater auch bekannt, so, also das ist,
meine Art zu battle, zu rappen, wenn man so sagen kann, ist nicht positiv, ist nicht sympathisch, so, das ist, was soll ich machen, so bin ich halt. Ist ein Teil von dir einfach, ja, so. Diese Negativität ist ein Teil von mir, dieses von oben herab ist ein Teil von mir, dieses sich erhaben fühlen ist ein Teil von mir, bis zum gewissen Grad, so, ist das für manche Leute nachvollziehbar, für manche nicht, und damit muss ich halt leben, so das, ja. Ja, kannst du denn aber gar nicht nachvollziehen, dass andere Rapper, ich meine jetzt so, wenn wir jetzt nochmal 100 Leute befragen würden, Battle-Rap-Experten, Battle-Rap-erfahrene Leute, vielleicht sogar die selber Battles beschritten haben, dass dann die Meinung vielleicht mehrheitlich immer noch für dich ausgehen würde, aber es doch vielleicht trotzdem einen Prozentanteil vielleicht von, weiß ich nicht, 30-40% geben würde, die für Mighty judgen würden. Kannst du dir nicht vorstellen? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Absolut unvorstellbar. Also jeder, der Battle Rap macht oder gemacht hat oder sich für einen Experten hält, soll mir bitte, soll mir einen Grund nennen oder soll irgendwie halbwegs, ohne sich zu verhaspeln, ohne Scheiß zu erzählen, sagen, warum die drei Runden von Mighty besser waren als meine drei Runden. Ja, also am Ende wird es vielleicht eine Geschmacksfrage sein, dass er sagt einfach, das, was Mighty macht, repräsentiert für mich Hip-Hop und Straße und dies und das, und mich überzeugen nicht die Witze eines Comedy oder eines Comedians. So, wenn er das jetzt für sich selber subjektiv so ausmacht, meine ich. Ich habe letztens mit Jackson darüber geredet, er hat gesagt 2-1 an Mighty. Falk Schacht, den kannst du doch keine, also der ist ein Hip-Hop. Battle Rap, keine Ahnung. Ja, von Battle Rap überhaupt gar keine Ahnung. Der hat auf dem Splash ein Diltily Tour und Two gejudged. Zieh das mal rein. Welches Match war das? Was hat denn der gemacht, Alter? War das Damage, Taggy, irgendwie sowas? Aber so, also da hast du so wirklich, okay, wow. Ja, ne, aber zumindest hat er Ahnung von Hip-Hop, ne? Das kann man ihn ja nicht absprechen. Safe. Ne, so. Und wenn er sagt so, er guckt sich das Battle an und was Mighty da macht, repräsentiert für mich mehr Hip-Hop, mehr den Rapper. Mhm. Und ich gehe halt nicht nach Kriterien, so wie ich das mache, erster Linie Punchlines, okay, wer hat mehr Punchlines gehabt, okay, dann hat er gewonnen, Punkt, so, das ist erstmal dann, wenn das auf Augenhöhe war, dann würde ich vielleicht noch ein paar andere Kriterien hinzuziehen und so weiter, aber in erster Linie das, aber wie oft habe ich auch Battles gehabt, wo ich definitiv mehr Punchlines hatte, aber verliere, weil der Gegner freestylt, weil er besser flowt, seine Stimme angenehmer ist oder sonst was. Ja, aber es ist halt wirklich. Ich akzeptiere auch, wenn der dann sagt, der war besser. Ich habe schon verloren, da habe ich nichts. Ich habe gegen Gamma im Freestyle verloren. Ich habe nichts gesagt, obwohl das ganz klar zu Unrecht war. Ich habe gegen Merlin zu Unrecht gewonnen. Habe dann auch nicht gesagt, ja, geil, 3-0 und so. Ich war im Interview auch so, iffy auf jeden Fall. Ich habe in Battlemanias, B-Tight hat mich behindert gewehtot. Ich habe auf jeden Fall schon oft genug verloren. Ich habe nie irgendwas gesagt so. Aber es ist halt so krass deutlich gewesen. Nur darum geht es. Es ist halt so deutlich. Es geht nicht um schlechter Verlierer sein, sondern ich habe schon verloren und ich war ein guter Verlierer. So. Mighty, das erste Battle, hast du die Niederlage akzeptiert? Voll akzeptiert, alles auf meine Schulter, jedes Interview, was du siehst, alles so. Dicker, ich habe das Thema verfehlt. Mighty war nicht crazy, aber der war ganz klar besser. Ist ein klares 3-0 oder mit den Judges 5-0. Keine Silbe gesagt. Nichts gesagt. Es ist alles so. Ich sehe das realistisch, aber wenn ich halt wirklich weiß, Alter, das ist A Cappella Battle Rap, so sieht das aus, wir haben 2019, das Battle läuft so, dann weiß ich, der hat das gewonnen. Und dann hat er das einfach verloren. Na, wie ich gerade gesagt habe, Jackson zum Beispiel meinte letztens 2-1 an Mighty, geht für ihn klar. Denkst du, dass, wenn einer sowas äußert, schwingt da was anderes mit? Ist da persönlicher Hate dabei oder eine Abneigung? Er hat eine Geschichte erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt und deshalb eine Abneigung da ist. Kannst du dich daran erinnern? Also Jackson meinte beim Sommer-Special in Berlin. Ja. Okay, warte, wie hat er sich denn dir gegenüber verhalten? Es war beim Sommer-Special, bei diesem KTB-Battle. Ah, okay. Okay. Du weißt, da waren nicht viele Leute im Astragarten so. Da waren ein paar Leute so. War nicht ausverkauft? Du standst mit mir auf der Bühne. Ich weiß. Da waren die ganzen Battles. Mhm. So, und er ist Cynic, aber weil ich ja kein Hurensohn bin, ja, und die Leute ihn ja so anerkennen und bla 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 und so weiter, wollte ich ihm, Mann, es hat nichts mit Lutschen zu tun, dies und das, ich wollte ihm nur Hallo sagen. So, ich weiß, du bist Cynic, cool, dass du da bist, dies, das und so weiter, okay? So. Und ich hatte mein Glas und da war so ein Strohhalm drin. So, und ich bin zu ihm hingegangen, hab Hand gegeben, so, hallo, was geht und so. Und irgendwie in diesem Handgeben so ist mein Strohhalm aus dem Glas gefallen. Okay? Auf den Boden. So. Und er hat das gesehen
Und hat so gelacht, hat so gesagt, so, also Schoam ist runtergefallen, hat sich so, hat sich aber voll gelohnt, oder? Hast du dich, dafür, dass du Cynic die Hand geben konntest. Halt dein Maul, wie redest du mit mir? Wer bist du, Alter? Wer bist du, dass du, was glaubst du, wer du bist, dass du mit mir so redest? Ist mir scheißegal, ob du 1 Million Klicks Battle hast. Wer bist du, Alter? Dass du so mit mir redest. Und da wusste ich schon, okay. Ding, und dann kam das mit Köln vorbei, Alter. Scheiße, ich habe noch nie gehört, dass eine Diskrepanz zwischen zwei Rappern entstanden ist wegen einem Strohhalm. Oder es geht nicht um den Strohhalm. Ja, ich weiß. Wie redest du? Ja. Hat sich aber voll gelohnt, dass du Zinnig die Hand gegeben hast. Okay, also ab da war er dir unsympathisch. Er war es auch schon davor, das hat es nur bestätigt. Also erstmal, dass ich unsympathisch auf Leute wirke, das habe ich schon, höre ich schon mein ganzes Leben lang auf jeden Fall. Das mag auch sein. So, und ich habe halt auch, er hat ja dann erzählt, wie das war, als er zu mir kam und mir die Hand gegeben hat und es ist ein Strohhalm rausgefallen und ich habe gesagt, ja, ist schon gelohnt. Irgendein blöder Spruch. Habe ich also ich weiß nicht mehr, aber habe ich bestimmt gemacht. Bestimmt, weil das ist mein Humor, das ist meine Art. Aber niemals kam jemand zu mir, hat die Hand gegeben und ich meinte so, hey Dicker, ohne Spaß, Alter, geh mal weg oder so. Wenn ich nicht 100% weiß, der hat irgendwie mich, keine Ahnung wie, wo, irgendwie beleidigt, das war bei dem ja gar nicht der Fall. So, aber safe habe ich gesehen, der Strom fällt wahrscheinlich raus, habe gesagt, ja, ist, irgendein blöder Spruch, so. Das ist aber mein Humor. Es gibt, Dicker, bestes Beispiel, wir waren am Frauenfeld-Festival, Helene, kennst du ja, ne, und Roos, ja. Der war dann im Bademantel. Ja. Mit dem mach mal Foto. Pass auf, ja. So, stehen die auf der Bühne, Haftbefehl ist irgendwie vorne. Ich bin da auch wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Super, aber ich bin immer noch ich habe meinen Humor. Manche feiern den, manche nicht. Und da kommt halt Helene und sagt die so, ey, kannst du mal von mir und Roos ein Foto machen? Meinst du, hör mal zu, weiß nicht, wer ich bin? Meinst du, ich mach da jetzt kein Foto. Aber die haben das auch ernst genommen erstmal, ne? Die hat das komplett ernst genommen. Ich habe das Foto dann gemacht, dann ist die Juji angelaufen, meinte so, ja, was ist denn der Cynic bitte für ein arroganter Wichser? Weißt du, was der eben gesagt hat? Und der Gia hat sich totgelacht, der meinte so, nein, Mann, das ist sein Humor. So, safe kann er sein, das ist so der Klassiker auf dem falschen Fuß irgendwie. Der hat wahrscheinlich gedacht so, ich bin arrogant und, keine Ahnung, hat den schlechten Spruch von mir irgendwie böse genommen. Und das Ding mit Köln weiß ich nicht mehr, aber er sagt ja auch in Cynic-Manier, habe ich wieder über alles und jeden geredet. Mache ich auch, aber ich mache es nur, weil mich auch wirklich, Leute kommen halt immer zu mir und fragen so, und was hältst du von dem, was hältst du von dem? Und es kann auf jeden Fall gut sein, dass jemand gesagt hat, was hältst du von Jackson? Und ich habe gesagt, ja, finde ich nicht besonders, weil für mich hat er keine krassen Punchlines. So, aber safe habe ich nichts Beleidigendes gesagt oder so. Dicker, der soll kein Battle-Rap machen oder sonst irgendwas so fast Vernichtendes, so, weil der ist, glaube ich, auch noch jünger, ne? Der war noch nicht lange dabei, so sowas sage ich nicht, so das bin ich nicht, so. Aber da hat er die zwei Sachen auf jeden Fall schon mal und die kann man zu Recht auf jeden Fall einen falschen Hals bekommen. Man kann zu Recht, kann man diese Antipathie dann aufbauen gegen mich, safe. Und wenn es dann darum geht, dass man sagt, der kann nicht rappen. Ja. Duh. So, ach nee, habe ich auch nie behauptet. So, der kann nicht flowen. Ja, selbes Ding, natürlich auch nicht. So, aber es ist nicht das, worauf es im Battle Rap primär ankommt, so, erstens. Und zweitens, merkt man halt auch selber an, da wie der sich ausdrückt, so, wenn du mich so wack findest, wenn ich jemanden wack finde, ich gehe niemals zu dem und will dem gern die Hand geben, einfach nur, weil der ist. So, nein, mache ich nicht. Aber hat er gemacht, ich habe einen blöden Spruch gedrückt, in Köln hat er dann gehört, ich hätte angeblich über ihn gelästert, wahrscheinlich habe ich nur gesagt, ja, hat keine Punchlines, finde ich nicht so doll, so, aber wenn du da nicht dabei bist, hört sich natürlich auch ganz anders an, weil dann hörst du nach dem Motto an, ach, dieser Jackson, ohne Spaß, der soll mal wegbleiben, pipapo, dann hörst du es auch anders in deinem Kopf. So. Und wenn er mich jetzt als einen der Top 5 wacksten Battle-Rapper bezeichnet, so, es hat ja einen Grund, warum du dich da kaputt lachst, ne? Weil, keine Ahnung, worüber reden wir hier, so, das ist, Mann, das, ich brauche jetzt nicht zu erklären, warum das nicht der Fall ist, so. Aber das ist seine Meinung und ich finde das fürs Große und Ganze auch gut, weil ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der irgendwann mal abreißt und das dann irgendwann heißt, Dicker, ohne Spaß, jetzt, der muss jetzt kommen, der muss jetzt fallen, an dem kommst du nicht mehr vorbei, sodass ich auch nicht mehr sagen kann nach dem Motto, Dicker, der muss jetzt mal was zeigen, der muss jetzt mal hier zeigen, da was leisten, so. Wenn der irgendwann so krass ist und ich den battlen muss, dann ist, wie geil ist bitte diese Vorgeschichte? Also wenn er sich einen Status erkämpft in der Szene und krasse Battles abliefert, die vergleichbar sind, wärst du nicht abgeneigt? Muss natürlich ganz klar ein crazy Status sein. So, gar keine Frage. Und ob der es hinbekommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber der ist ja nicht schlecht. So, und die Basics sind ja da. Und wenn du, Leute können sich ja auch verbessern, Alter. Das sieht man ja an voll vielen Battle-Rappern. Und wenn das irgendwann so ist, dann ist das halt so. Und dann hat der auch das Recht zu sagen, hör mal zu, ich hasse den Bastard. Der war damals da und da und da unsympathisch. Ich will ihn jetzt ficken. Und wenn der Druck irgendwann so groß ist und die Leute kommen und sagen, mach mal jetzt, mach mal jetzt, mach mal jetzt, vielleicht passiert das ja dann. Und dann wird es ein geiles Battle, weil da stehen sich zwei Halbschwarze gegenüber, wo man erstmal denkt, okay, die sind sich ein bisschen ähnlich, aber überhaupt nicht, weil ich bin der Günni und der ist ein
Und der ist ein Straßenjunge, ein Junger, ich bin alter. So, das ist kann auf jeden Fall geil werden. So. Deswegen, ja. Apropos jung und alt, es wird oft über Generationskonflikt gerade gesprochen. Ist das auch ein Beispiel dafür? Du hattest auch mal dieses Video gemacht mit der Lage im Battle Rap, wo du auch dich sehr negativ über die Newcomer oder die heutige Generation ein bisschen ausgelassen hast. Also ich habe nicht generell gesagt, die neue Generation sind scheiß Battle Rapper. So, ich habe das, worüber ich mich explizit aufgeregt habe, ist dieses Verhalten im Backstage, dieses, dass die Leute sich halt verhalten, als wären die schon was, obwohl die aber auf der Plattform noch nichts geleistet haben. So, nur darum ging es mir und ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, was für Names ich da gedroppt habe oder so. KBA, Jackson, Chrome hat mitgeprägt. Okay, ja, genau. Kann sein, dass, genau, das trägt ja nochmal mehr zum Hate bei dann. Und ich find's auch geil, dass dann die Jungen sich denken, Dicker, der alte Bastard, Alter, der kann nicht rappen und so, lass mal den ficken. Und dann, wenn die dann in den Freestyles Lines gegen mich raushauen oder irgendwie auf Insta-Stories irgendwas posten, was ich dann zugeschickt bekomme oder so, dann ist das vollkommen legitim, weil das ist ja dieser Battle-Rap-Kosmos, das ist ja Competition. Und ich stell mich ja, ich mache ja diese Videos nicht, weil ich will, dass das ganze Top-Tier-Takeover dann irgendwann Friede, Freude, Eierkuchen heißt und wir alle miteinander klarkommen und so, sondern Battle Rap ist Feuer, Battle Rap ist gegeneinander, das ist Competition, das ist, Dicker, ich will den Bastard ficken, so ist ja auch dieses, so habe ich Hass auf Bongtaggy aufgebaut, so habe ich Hass auf die aufgebaut, so haben andere Leute Hass auf mich aufgebaut, aber halt immer auf diesem, auf dieser Battle-Rap-Ebene. Und ich finde das geil, weil ich bin Fan davon, ich bin auch kein Fan davon, von Interviews, wo Leute so sagen, ja, das ist gut. Ich bin Fan davon, wenn Leute was negativ, ich bin halt so, ich habe halt diese negativen Vibes halt so und ich feiere es mehr, wenn Leute wirklich böse diskutieren oder andere Leute dissen oder arrogant sind. Ich feiere halt mehr einen Slatan als einen Messi. So, das ist halt meine Person und weil ich halt jetzt die Reichweite habe, bin ich auch natürlich ein leichtes Ziel und das nehme ich dann auch in Kauf, solange meine Kanäle davon frei bleiben so und wenn sich das irgendwann auf der Bühne klären lässt, dann geil, weil das ist eine richtig geile Vorgeschichte für ein Battle. Du hast viele interessante Punkte angesprochen, kann man das also kannst du Tipps geben, vielleicht sogar, wie man ein Battle-Rap-Star wird? Friede, Freude, Eierkuchen hast du gerade gesagt. Heutzutage ist es schwierig, ein Battle irgendwie zu setten. Mit den ganzen Absprachen, die sie treffen, hat nicht mehr viel von einem echten Battle. Wenn man vorher sagt, tritt da nicht hin, schlag da nicht hin, ist das dann noch ein Kampf. Diese Vermarktung an sich als Battle-Rapper, die kriegen die halt nicht hin, wie du die Story gerade mit Bongtaggy gesagt hast. Das hat dann eine lange Fehde gehabt und das war halt eine interessante Rivalität halt. Ne? Ich habe letztens gesagt, also wenn Henry gegen VT battelt, das interessiert keinen, wer da gewinnt, wer da verliert halt. Und diese Fäden, warum ist das so, dass Leute, die wirklich ein Problem miteinander haben, nicht in ein Battle steppen und der Rest sagt, mit dem bin ich aber zu cool und den will ich nicht battlen. Und wenn sie es dann tun, dann eben halt nur mit Absprachen. Wieso wird Rap-Beef nicht mehr auf Rap-Ebene geklärt? Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nur mit fehlenden Eiern erklären irgendwie. Jetzt werden dann auch wieder Leute sagen, ja, aber seit einem Jahr hast du selber nicht mehr gemacht. Ja, weil ich mir jetzt den Status erarbeitet habe, mir jetzt die Kirschen rauszusuchen. Und wenn dann in einem halben Jahr was kommt oder in einem Jahr was kommt dann, und der Name auf dem Flyer erscheint, ist es immer noch der größt vorstellbare Knall. So, da habe ich mir halt seit erarbeitet in den 5 Jahren. Aber zu diesem fehlenden Eier-Ding auf jeden Fall. Leute sind halt nicht bereit. Guck mal, ich bin da erstmal Ami-mäßig vorgeprägt gewesen. Ich habe gesehen, wie das die Besten der Welt machen. Denke ich mir, okay, gut. Das sind jetzt auch nicht die krassesten Rapper, zum Beispiel mit Charlie Clips zum Beispiel. Ne, der reimt die ganz, ey, der reimt, sein Rhyme-Game ist ganz klar schlechter als meins. Der macht 1-2 Silben max, dieselben Worte. Aber sein Freestyle-Game on top. Davon redet gar keiner, natürlich. Ich meine jetzt nur so. Da sehe ich, okay, gut, einer der Top 5 größten aller Zeiten reimt nicht über 2-3 Silben. So, sehe, keine Ahnung, conceded, float überhaupt nicht, macht kein Maschinengewehrding. Ich so, okay, also kommt es auf Entertainment und Punchlines an und wie man seinen Gegner auseinander nimmt. Habe ich für mich so festgestellt. So, und die Ergebnisse geben mir auch irgendwie recht, weil ich stehe da vor 1000 Leuten, ziehe das Ding durch und der andere sieht doof aus und ich sehe cool aus im Erfolgsfall. Ist natürlich auch schon in die Hose gegangen, wie jetzt beim ersten Mighty-Ding zum Beispiel gegen Ragpipe, Text vergessen, gegen Merlin, war auch nicht so toll. Höhen und Tiefen. Aber dieses Ding ist, die Leute sind, ich bin halt da reinmarschiert und hab mir gedacht, weißt du was, mich kennt hier keiner, ich bin so wie ich bin, ich hab Bock zu diskutieren, ich schlag mich mit niemandem, ich greife niemand persönlich an, aber so
sobald du ein Künstler bist oder einen Künstlernamen hast, dann kann man dich auch auf Künstlerebene dann abfacken. So, ne? Und da, so bin ich halt da reinmarschiert, deswegen auch dieses Respektlos-Ding, weil was ist denn bitte respektloser, als dass jemand, der noch nie ein Mikrofon in der Hand hatte, Comedy-Ambitionen hat, sich in den Tempel von Hip-Hopern stellt, zu Rappern auf die Bühne und die mit Punchlines niedermacht. Oder so, das nicht mal zu üben oder Freunde zu fragen oder so. Was ist denn respektloser als das? Ich finde oft so eine Sachen, da kann ich dir eigentlich nur recht geben, weil wenn man die Defizite eines Rappers aufzählt und dann sich fragt, trotz der Defizite so viel zu erreichen, sind das nicht eigentlich Props? Guck mal, nicht umsonst, wenn du einen Savage fragst, wenn du selbst die Gebrüder King, so Nidal oder so oder Mighty, die müssen mich nicht mögen oder feiern, aber die, ich weiß von denen, ob die es mir gesagt haben oder ich es mitbekommen habe, eigentlich eher gesagt, so, Dicker, du bist krass in dem, was du machst. So, die Props sind ja da. Natürlich feiern die Persona nicht oder nicht, dass ich krass rappen kann oder sonst irgendwas oder wie ich aussehe oder mein scheiß Merch oder so, müssen die auch nicht, aber die erkennen an, dass ich ein krasser Battle-Rapper bin. So, und es gibt keinen Grund für den Savage zu sagen, Dicker, Cynic ist ein krasser Battle-Rapper. Oder für einen Kollegen zu sagen, der ist gut. So, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt genug Gründe, die dagegen sprechen. Deswegen, das heißt, du musst eigentlich doppelt so viel machen, weil ich kann mich nicht auf Rap-Skills oder Flow oder irgendwas, so einen Hype-Moment verlassen, sondern ich muss Punchlines schreiben. Sachen, die knallen, die den Gegner ficken und die Leute unterhalten. Und nichts anderes mache ich. So, und es gibt Leute, die haben ganz klar viel mehr Skills. Natürlich, gar keine Frage. Aber wenn du es auf der Bühne nicht hinbekommst, die Leute zum Ausrasten zu bringen und den Gegner als doof darzustellen, dann bist du kein guter Battle-Rapper, dann bist du ein guter Rapper. Und ein guter Rapper bin ich nicht, habe ich auch nie von mir behauptet. Deswegen Flow, Rap, auch Reime. Ich habe gegen Mighty Mo diese Verarsche gehabt im Rematch. Da habe ich 16 Reime oder so auf Osteopathen. Und ich denke mir, Stoffleoparden, Osteopathen, Choreografen, ich denke mir so, okay, ich habe gezeigt, ich kann, wenn ich will, raussuchen und was finden. So, das ist, reicht für mich. Ich hab nicht diesen Rapper-Anspruch, Silben, geile Silben zu kennen. Patterns ist nur ein Stilmittel von vielen. So, deswegen. Und Leute können das. Ich habe mich dagegen entschieden, teils, weil ich es anstrengend finde und mich das krass limitiert in meiner künstlerischen, in meiner Kreativität so. Und vielleicht auch, weil ich es nicht so gut kann wie andere, aber so, du kannst halt, es gibt kein Argument gegen jemanden, der auf der Bühne steht und so oft abreißt und so oft Gegner platt macht und so viele Punchlines raus hat und so viele Quotables bringt. Da gibt es kein Argument für. Warum finden denn dann diese Top-Battles nicht statt? Also ich meine, du hast gerade von fehlenden Eiern und so gesprochen. Qualitätsabfall in letzter Zeit wird auch oft thematisiert in der Battle-Rap-Szene. Warum passieren diese guten Battles nicht? Wenn man jetzt die Resonanz sieht, wer am meisten Resonanz 2019 bekommen hat für seine Battles, würde, glaube ich, die Mehrheit sagen, du und 4-7. Warum findet ein Battle zwischen dir und 4-7 nicht statt? Das wäre für mich ein Titelmatch bei Top Tier Takeover. Who is Duckin? Das stimmt. Wenn die Summe stimmt, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich habe auch schon Notizen für 4-7, schon habe ich mir durchgesucht. Ich habe auch schon Notizen für 4-7. Du kennst ja selber Battle Rap Hirn. Jeder, der so potenziell irgendwie mal in Frage kommen kann, da schreibt man was zu auf. Ich habe Notizen da, das liegt wirklich nur am Paket. Okay, also hat nichts, also von deiner Seite könnte es stattfinden. Niemals wirst du sagen, oh, 4-7, ich weiß nicht, Alter, der war gegen Noir so krass, könnte schwierig werden, voll nicht. Okay, also weil du ja gerade fehlende Eier jetzt bei manchen bemängelt hast und wir jetzt über Battles reden, die Feuer haben. Wie sieht's aus mit einem Battle mit Fresh Polacke? Was ist da, fehlende Eier? Nee, ja, doch, muss man sagen, aber weil ich halt weiß, und wie du wahrscheinlich auch weißt, dass das nicht beim Battle Rap bleiben würde. Oh, okay. So, also wenn ich die hundertprozentige Sicherheit habe, ne, dass ich da auf der Bühne machen kann, was ich will, ohne irgendwelche Konsequenzen, egal in welcher Hinsicht, dann wäre das auf jeden Fall mit der Vorgeschichte ein richtig krankes Ding. Safe. Aber das sind fehlende Eier, aber nicht im Sinne von, ich traue mich nicht als Battle-Rap-Gegner, weil der so krass ist. Sondern da hängt ein Rattenschwanz mit dran und du fürchtest vielleicht Konsequenzen, vielleicht nicht mal direkt von ihm, sondern auch aus seinem Umfeld? So das Ding mit, da können jetzt Leute auch sagen, ja, das ist jetzt alles eine Ausrede oder so. Nee, es ist keine Ausrede, weil ich habe schon gegen ganz andere Leute gebattelt, wo auch Eier dazugehören so. Das ist nur so ein Ding. Und ich habe dir auch, ich weiß noch ganz genau, vor diesem Top-Tier-Takeover-Ding, als das Ding mit Jizzy da war, habe ich dir auch schon gesagt, ich habe so ein ungutes Gefühl irgendwie. Und dann ist das da ja auch vorgefallen. Und dann weiß ich für mich, ja, okay, gut. Also es würde nicht ausreichen, wenn Fresh Polacke sein Ehrenwort gibt, dass da im Nachhinein nichts passiert. Ne, also mein Gefühl. Also wie kann man das dir dann garantieren?
Du hast auch mal bei Boogie gesagt, ich battle mit dir, solange du mir garantierst, dass ich da herauskomme. Ja, ja, weil... Also ich würde dir garantieren, halt, dass auf dem Event nichts passiert. Aber man weiß ja nicht, ich kann ja nicht dein Leben lang dich dann begleiten. Ja, aber deswegen, genau, deswegen, ich bin ein Schisser, was halt körperliche Gewalt angeht. Deswegen habe ich mich ja dafür entschieden, wenn überhaupt Zweikampf, dann mit Worten. Mhm. Und dann soll es auch bitte dabei bleiben so. Mhm. Und das wäre mir zu unsicher. Es geht ja schon wieder Richtung Absprache, aber ich meine, Grenzen im Battle Rap ist für mich auf jeden Fall körperliche Gewalt, gar keine Frage, da gibt es nichts drumherum so. Und muss ein Battle so sein, dass du quasi Leute aus deinem Umfeld beleidigst, oder könntest du das quasi auch so lassen, dass du nur ihn als Gegnerbezug hast und dann die Garantie da ist, dass von seiner Seite nach dem Battle nichts passiert? Ja, das Ding ist, ja, also erstmal würde ich sowieso, also ich würde ja dann aus Jizzys Battle dann lernen, okay, ich sag auf gar keinen Fall was gegen das und das, so, das würde ich nicht machen, weil ich bin ja nicht lebensmüde, aber die Frage ist halt, wie viel ist ein so ein, wenn man so die ganzen Jahre Revue passieren lässt und alles reflektiert, wie viel ist ein dann so ein Wort dann wert? Auf wie sehr vertraut man dem? So, ja. Müssten wir halt gucken, ist jetzt einfach nur auch eine Frage für alle, die, weil er das jetzt öfter mal gefordert hat und mal gesagt hat, warum dieses Battle nicht stattfindet, dass du dazu mal halt ein Statement gibst. So. Und krass, dass du mich darauf ansprichst, das ist auch immer unangenehm so, weil alle Leute, die mich angeschrieben haben oder so, als er auch den Track rausgebracht hat und so Real Talk gemacht hat und so. Und hat er über dich gesprochen im Track? Kannst du da nochmal was dazu sagen? Ja, ja, der hat doch dieses Survival of Polacke gemacht, hat auch übelst viele Views. Mhm. Und da geht es darum, Cynic wollte mich bei sich wohnen lassen, um Infos über mich rauszukriegen. Und also voll viele Lines so Real Talk-mäßig angehaucht, die so mich so diffamieren sollen halt. Und dann auch beim Jizzy Battle ging ja auch so 3-4 Lines und dann alle Leute mich gefragt haben, Digga, was ist da? Und ich sag dazu nichts. Ja, okay. So. Und ich bin nicht der hundertprozentigen Meinung, ich habe nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass man das wirklich so rein sportlich irgendwie, weil es wird auf jeden Fall, das Battle würde krass werden, auch böse werden, und es wird auf jeden Fall ein hoher Real Talk-Anteil, da wird gar keine Mutterlein fallen. Mhm. So. Und ich trau dem Ganzen nicht. Das sind ja die Battles, nach denen wir als Battle-Fans halt suchen. Ich glaube, du hast es mal auch, du hast ja auch mal, glaube ich, angesprochen, die am meisten History haben. Jetzt mal beiseite diese weichgespülten Battles, wo die Leute Freunde sind und sich da nur lustige Sachen um die Ohren hauen und wo scheißegal ist, wer gewinnt oder verliert. Wenn es eine echte Rivalität gibt, schon ist es extrem spannend. Wenn es aber noch eine Vorgeschichte gibt, in dem man eigentlich ganz cool war, dann das einen Turn gab und dann sich die Sachen um die Ohren hauen, dann, ich glaube, das kann Battle-Rap-technisch ein Fest werden. Heftig. Auf jeden Fall, ich bin ganz bei dir und ich kann auch jeden 100% nachvollziehen, der sagt, ey, ohne Spaß, bitte, mach das doch mal. Also ich kann jetzt so viel sagen, ich weiß noch nicht, ob ich dir sage, dass das später rausschneidet oder nicht, aber ich kann auf jeden Fall so von meinem Gefühl, kann ich jetzt sagen, wenn du das irgendwie hinbekommst, ich weiß nicht, ob du Kontakt noch zu dem hast, wenn wir uns dann mal zu dritt hier treffen und ich sehe, okay, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann ihm glauben, das sieht gut aus so. Und dann kann man darüber auf jeden Fall reden. Ja. Wir können es ja auch dann, wenn es dazu kommen sollte, auch öffentlich machen, weil ich denke nicht, dass Fresh Polacke öffentlich sagen würde, ey, das bleibt sportlich, und danach sein Wort nicht hält. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und das wäre vielleicht eine Garantie auch für alle Menschen, die das dann halt mitbekommen. Ja. Im Vorhinein so. Genau, und dann würden wir dann auch zum Geld kommen danach. Okay, genau, dann wäre das zweite Thema. Aber interessanteste Battle für dich jetzt, dann wäre doch trotzdem 4-7. Oder hättest du einen auf dem Kicker, wo du sagen würdest, oh Mann, ich glaube, das wäre jetzt noch interessanter. Ich meine, ich kann mir auch ein Jarambo-Battle sehr, sehr gut vorstellen. Jarambo-Battle würde, also machen wir uns nichts vor, so 4-7 würde knallen, Jarambo würde knallen, Fresh Polacke würde knallen, Mikesh würde knallen, Bongtaggy würde knallen. So, es gibt... Bongtaggy, okay, Mikesh, okay. Ich finde sogar ein drittes Battle, in diesem Fall gegen Mighty, für mich steht es da halt 1-1. Ich habe jetzt bald offiziell vielleicht 2-0, aber jetzt, ich habe beide Battles gejudged, einmal für ihn, einmal für dich. Es steht für mich 1-1, wenn man dann quasi um die Krone noch einmal einen Fight machen würde, oder ist das Ding für dich durch? Ja, ich glaube, das ist nicht nur für mich durch. Ich glaube, da hat der, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Ja, jetzt abgesehen davon, dass er jetzt keine Battle-Ambitionen mehr hat, so, das abgesehen davon, ich meine nur, weißt du, wie es ist, wenn es manchmal so 1-1 steht, jetzt rein sportlich, weißt du so, ob man nicht nochmal eine Entscheidung da
vielleicht so ein Entscheidungsmatch haben sollte? Oder ist es für dich auch durch? Manchmal ist es so, ich hätte jetzt auch keinen Bock auf ein drittes Match mit Greg Pipe, so verstehst du? Genau, also das ist für mich auf jeden Fall, da habe ich innerlich mit abgeschlossen, volle Kanne. Ich habe meine Schlüsse daraus gezogen, da können Leute auch sagen, was sie möchten, aber also ich habe für mich, das Ding ist durch. Bong Taggy ist nicht durch, weil es da halt auch immer wieder weitergeht. Der ist aktiv und der ist jetzt so fast so krass wie also krasser als damals fast noch sogar. Deswegen, das würde eher Sinn machen, aber das Smiley-Ding ist auf jeden Fall eher durch. Ich glaube, der hat auch gar keinen Bock drauf. Ich habe vorhin kurz angeschnitten, da sind wir nicht so ganz in die Tiefe gegangen, dieses Battle-Rap-Star-Sein. Ne? Es gibt halt viele gute Battle-Rapper, wo ich denke, ey, das ist echt krass, aber irgendwie passiert da halt nichts mehr. Ich habe gerade 2019 angesprochen, du 4-7 halt, ne? Was zu 2019 auch gehört, ist Vinci und Brain Damage. Ich fand das übertrieben vom Niveau, das war sehr, sehr gut und ich zitiere das sehr oft als eins meiner Lieblings- Battles letztes Jahr halt, ne? Und warum erreicht das nicht dieselbe Aufmerksamkeit? Das könnte von mir, also nach meinem Verständnis her, 1-Million-Click-Battle sein. Warum habt Gia und Tierstar mehr Klicks, wenn die in der Pause freestylen und du mir die Räuberleiter machst? Ja, das Ding ist, ich weiß nicht genau, aber an dem Abend war die Crowd nicht so Bombe. Insgesamt, bei dem Battle war sie da, aber das hätte bei der Crowd oder vor voller Hütte, wo die Crowd richtig Bock hat, übelst zünden können. Vielleicht trägt das auch ein bisschen dazu bei so. Vom Inhalt brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist besser als Noir gegen 4-7, das ist auch besser als mein Finale gegen Mighty, weil beide abliefern. Das ist ein richtig geiles Battle gewesen. Aber dann kommt es auch, weil du schon dieses Dasein anbetriffst, ist es halt Dicker, Relevanz, It-Faktor. So, das ist platt gesagt, aber Leute brauchen einen It-Faktor und es gibt ganz, ganz wenig Leute, die den im Battle-Rap jemals hatten. Und Brain Damage und Vinci gehören safe nicht dazu. Da gehört ein Mighty dazu, da gehört ein Bong Taggy, ich weiß schon gesagt, da gehöre ich dazu, da gehört ein Jarambo dazu, da gehört ein Fresh Polacke dazu. Jizzy, Atzenkalle, Finch, Unikate. So, wo du unverwechselbar, wo du nicht mal das Battle sehen musst, wo du. Du liest es nur geschrieben, du weißt, ah, okay, das ist der Handschrift. So, und das haben die halt nicht so in der Form. Also müssten die dieses Vermarktungsding, ob du da quasi Newcomern Tipps geben kannst, wie sie sich besser vermarkten können. Ich meine, wir haben ganz am Anfang oft über Social Media geredet, über Merch und über dies, wie du dich nach außen halt präsentierst, deswegen auch gute Verhandlungen dann um Gagen führen kannst und so weiter, ne? Dass man wirklich sagt, ey, dieser Rapper hat wirklich krasse Skills, ich feiere den, aber wegen dem kaufen sich keine 100 Leute ein Ticket, verlangen aber dann ähnliche Summen. Ja. Wieso diese Diskrepanz und wieso kriegen die es nicht auf die Reihe? Warum sie es auf die Reihe kriegen, weiß ich nicht. Das ist auch ein bisschen blöd, darüber zu urteilen, weil es gibt ja kein Rezept oder so. Ich kann nur sagen, dass also Fresh Polak hat vor mir mit Merch angefangen zum Beispiel schon. Mighty hatte, glaube ich, auch schon Merch vor mir. Es gibt da Leute, die haben den Gedanken, die wissen, okay, ich bin Unikat, ich bin eine Marke, ich bin unverwechselbar und ich bin gut. Ich bin sehr gut, weil sonst bringt es nicht, Alter. Ich meine zum Beispiel, Native ist eine Todesmarke. So, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Grauens. So, aber wer soll sich jetzt eine Silhouette mit so einem Afro, wer soll sich jetzt, ne? Aber klar, diese Komponente halt, It-Faktor, krass sein, ein bisschen Geschäftssinn, sehr gut sein und aber auch nicht auf Teufel komm raus. So, du darfst nicht schon Merch machen ohne Hype. So zum Beispiel, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben dann irgendwie so, nenn mich böse, ich mag den ja, ne? Aber dicker Mighty P hat Merch. Chrome auch? Ja. So, deswegen, da muss man auf jeden Fall, also ich weiß nicht, es gibt ja auch keine Grenze, wo man sagt, okay, ab jetzt darfst du Merch, jeder soll machen, wie er meint, aber ich meine nur, ja, es sollte irgendwie halt auch passen und der Gedanke darf aber auf jeden Fall nicht im Vordergrund stehen, sondern im Vordergrund muss erstmal stehen, okay, abreißen, ich bin da hingekommen, ich habe Battlemanias gemacht, das war Finale, viermal, Jack Dragon, dann Bong Taggy, Merlin, genau, und ich glaube, danach ging es, ich glaube, zum Merlin-Battle hatte ich dann, glaube ich, Merch, weil dieses krasse Bong Taggy-Battle war. So, und dann aber erstmal geleistet, gewonnen und Alleinstellungsmerkmal und dann halt versucht. Du hast ja gesagt, dass die Leute heutzutage, Newcomer vor allen Dingen, noch zu wenig geleistet haben, um ihren Mund so weit aufmachen zu können. Findest du, dass die Rapper, die heute am Start sind, die neu dazugekommen sind, so vorhin, wen haben wir genannt? KBA Jackson, die du in deinem Video genannt hast, Man in Black und so, die Leute, die
relativ wenig jetzt verhältnismäßig hatten an Battles, geben die genug Props für die Leute, die denen vorher die Türen geöffnet haben, die vorher da waren, die vorher was geleistet haben? Oder siehst du das, ist es vielleicht diese Diskrepanz, dass du vielleicht die Leute, die vor dir da waren, mehr respektiert hast und vielleicht nicht denselben Respekt zurückbekommst? Hast du dieses Gefühl? Nee, das habe ich überhaupt nicht. Ich finde, das müssen die auch gar nicht. Ich bin eher Fan davon. Ich finde es zum Beispiel, ich würde es geil finden, also wenn die ganzen Leute, die wir genannt haben, oder die ganzen Newcomer, wenn die kommen und sich denken, Dicker, fick die Alten. Mhm. Aber Bühne. Also künstlerisch, ja. Aber jetzt in Real Talk, Backstage. Keiner von denen muss kommen und sagen, ey, Dicker, ich feier dich, können wir ein Foto machen, nice, was du gemacht hast. Keiner muss kommen. Ich fänd's auch cool, wenn die sollen da ruhig sitzen und sich denken, ah, der Bastard. Aber das, was ich beobachte, ist ja nicht in Bezug auf mich, sondern diese Selbstverständlichkeit, da einfach so du bist in 5 Battlemanias rausgeflogen, sitzt aber einfach so im Backstage. So saß ich im Backstage, nicht mal nach dem Disaster Battle. So, weißt du, ich meine? Das ist so verhalten. Da fällt mir ein, weißt du, eins der Sachen, ich habe nicht alle gesehen, ne, aber die Videos, die ich gesehen habe von dir, was ich feiere, ist auf jeden Fall, wenn du erzählst, wie du die Rapper triffst, so Smack und so, ja. Und wie du dich verhältst, wenn du die Rapper, die du lange gefeiert hast, so, es geht für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu weit. Meinst du dieses Fanboy-mäßige? Ja, genau, dieses so, wenn du da sexuelle Vergleiche hinzuziehst, so. Aber denkst du trotzdem, also Real Talk, so, wer sind denn die Türen? Marvin hattest du gestern im Twitch, ne? Er hat ja auch gesagt, Leute wie Arzt und Kalle, die haben für dich auch Türen geöffnet, oder nicht? Empfindest du das auch so? Oder denkst du, seine Vorarbeit war jetzt nicht so groß dafür? Ich glaube, Arzt und Kalle hat safe, ich hab's, also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, der hat ganz klar Türen geöffnet für jeden Battle-Rapper, der nicht voll Hip-Hop ist, aber smart ist und Punchlines hat, aber nicht rappen kann. So, und da kannst du natürlich jetzt sagen, ja, okay, da hast du voll von profitiert. Ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn es eine Arztkalle vorher nicht gegeben hätte, hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich kam, weil vorher war schon Polacke, heftiger Battle-Rapper, krasser Rapper, aber auch mit Humor. Du hast vorher auch schon Humor gehabt, also lustige Lines haben schon immer irgendwo gezogen. Das meine ich nicht. Ich meine den Rahmen, also Fresh Polacke oder ich oder was auch immer wir auf der Bühne sagen, also wir stehen auch dahinter, ja, nach der Bühne. Ein Arztkalle mussten wir raus begleiten, damit ihm sein Geld nicht abgezogen wird, wenn er seine Gage eingestrichen hat, weil er manchmal Sachen gesagt hat, die vielleicht zu weit gingen. Und das war ja auch das Krasse an der Sache. Es ist nicht krass, was er vielleicht im Einzelnen gesagt hat, aber wenn du dieses Bild einfach nur siehst, wie der kleine Arzenkalle zu dem riesengroßen Boogie sagt, heute deine Ma. Er braucht das nur zu sagen, er braucht keinen Reim zu kommen oder krass künstlerisch wertvoll sein. Das meine ich ja, das hat einfach nur so, dieses Bild kennt man nicht, das sieht man nicht und das würde im realen Leben nie stattfinden. Und deshalb ist dieser künstlerische Rahmen, den wir dafür geschaffen haben, wo du dich dann auch austoben kannst quasi, weißt du, so der dann da, wo man eben diese künstlerisch wertvollen Sachen dann eben hat, sonst hätte man sie nämlich nicht. Ja. Früher hat taktlos gewonnen, wenn er seinem Gegner das Mic weggenommen hat. Ja, klar, Klassiker so. Aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht, straf mich Lügen, aber ich zum Beispiel, ich sage in Battles auch nicht, außer vielleicht mal im Freestyle oder so, sage ich jetzt nicht so, wenn einer vor mir steht, der jetzt genauso groß ist oder keine Ahnung, oder irgendwie was hermacht, breit ist oder männlicher ist als ich, sage ich nicht, Dicker, was jetzt mit 1-1, links, rechts, so, das mache ich nicht. Ich versuche halt immer über dieses, ich bin schlau, du bist doof, du siehst kacke aus, und versuche irgendwas lächerlich zu machen, aber nicht nach dem Motto, was ich sage, könntest du mich auch auf der Straße veransprechen, nach dem Motto. Ja, jeder spielt ja seine Stärken jetzt aus, ne? Ist es für dich, geht das auch, ist es nur Kunstfigur-Ding oder geht es auch in Real Life? Sind für dich klügere Menschen die besseren? Boah, das ist eine krasse Frage. Wenn du Leute dafür disst, dass sie nicht so klug sind? Das ist eine krasse Frage. Das Ding ist ja, keiner kann ja für irgendwas was. So, also der eine, das Genie kann nichts dafür, dass es ein Genie ist. Der Dummbatz kann nichts dafür, dass er ein Dummbatz ist. So, ich war aber schon Zeit meines Lebens auf jeden Fall immer schon Klugscheißer auf jeden Fall. Immer ein sehr guter Schüler, immer so geistig und ja, Alter, mit den Worten halt ein bisschen voraus so. Und hab das auch relativ oft raushängen lassen. So, das ist eine ekelhafte Charaktereigenschaft. Die habe ich nur mal, das ist halt so. Und ich kann nur so viel sagen, ich habe mit Leuten, die nicht viel im Kopf haben, die sind nicht in meinem Freundeskreis. So, nur das kann ich dazu sagen. Also, und wir haben auch einen Freundeskreis, so, wenn einer halt mal was nicht versteht, dann ist halt schon so, Junge. Ja, da kommen wir das vielleicht zu einer Diskrepanz, die gerade auch im Battle-Rap herrscht, zwischen
Streber, Studentenrappern und Straßendudes, weißt du so, ist das denn nicht so eine Art Machtmissbrauch? Ist das nicht dasselbe, wie wenn einer sich so verhält, nur weil er körperlich jemanden überlegen ist? Muss er denn dann gleich die körperlich Schwächeren opfern? Muss denn jemand, der ein bisschen klüger ist als die anderen, immer darauf hinweisen, wie dumm der andere ist? Nee, muss man nicht. Im Battle ist es aber eine gute Taktik. Im Battle, ja. Wir reden jetzt aber auch über die Formate, Auge machen und so weiter. Also, das geht ja aus diesem Battle-Rap-Kontext hinaus. Deswegen meinte ich auch, wenn jetzt ein Battle-Rapper sich beschweren würde, Cynic, hast du mir das und das in dem Battle gesagt, dann würde ich sagen, ey Junge, dann stelle ich nicht ein Battle. Aber wenn einer sagt, ey, ich habe mir ein Battle angeguckt und jetzt tauche ich da in einem 100.000 geklickten Video auf und werde als Hartz-IV-Opfer oder sonst was bezeichnet, weißt du so? Ja, aber so platt mache ich das jetzt auch nicht. Ich sag ja, KBA ist die Hartz-IV-Variante von Muro. Auf den Dutt bezogen. Ja. Ja, das ist eine Punchline, das ist eine Battle-Rap-Punchline. Okay, er ist auch Battle-Rapper, er muss das ja sagen. So, aber ich meine jetzt so Zuschauer, hast du da Verständnis für, wenn ein Zuschauer, ein Battle-Rap-Fan bringt seine Freundin mit, sie gefällt dir optisch nicht und sie hat irgendwas, woraus man eine lustige Punchline machen kann und sie ist kein Battle-Rapper halt, ne? Also kannst du es nachvollziehen, wenn sie das trifft? Es ist nicht umsonst. Warum kriege ich ständig Anrufe von Leuten nach deinen Videos, die sagen, Cynic hat über mich das und das gesagt, was nimmt er sich da raus, ne? Also das verlässt diesen Kunstraum, ne? So. Ich finde irgendwie nicht, weil ich rede ja über Leute, die gerade auf der Bühne stehen. Also die sind da. Ich rede von den Zuschauern. Ich habe ja gerade gesagt, ein Battle-Rap-Fan bringt seine Freundin mit. Ein Zuschauer schreiben dich an und sagen, was du jetzt. Ein Zuschauer hat mich jetzt noch nicht angeschrieben. Ich habe jetzt, also das Letzte, was ich gehört habe, war halt, weil Chrome Fesas aktuell war und Fesas halt, den hat das zugesetzt. Wenn jemand in seinem Alter noch Kommentare liest, vielleicht sogar das erste Mal Hassmails bekommt, kann ich schon verstehen, dass er nicht so darauf klarkommt. Safe. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man sich halt hinterfragen muss. Deswegen habe ich ja überhaupt auch gesagt, okay, lass mich mit Chrome zusammensetzen, weil dann will ich mir gerne seine Meinung anhören. Und dann entschuldigt man sich auch. Achso, okay, du bist, also die Größe hast du dann schon. Dicker, das ist ja nicht, ich bin Battle-Rap-Fan, Mann. Und ich bin ich bin der bekannteste Battle-Rapper, ich habe eine riesen Plattform und ich bin riesen Battle-Rap-Fan. Dann sehe ich da, dass die in meinem geliebten Battle-Rap in einer ganz klaren Struktur Scheiße bauen und sich den Regeln widersetzen und das noch so wack machen und sich danach noch so ganz schlecht rechtfertigen und so. Und klar ist dann so dieser Punchline-Kopf und dieser Comedy-Kopf auch dazu, nach dem Motto, okay, jetzt kann ich noch einen lustigen Kommentar zu dem und dem machen. Und ich mache das einfach. Und wenn dann sowas bei rauskommt, dann ist das scheiße. So, und dann, ich kann das Video dann auch wieder runternehmen. Okay, weil ich habe ja mit dir danach telefoniert und euch versucht zusammenzubringen und ich musste dann Chrome mitteilen, ich habe dich ja noch gefragt, dass du wolltest nicht mit ihm telefonieren und deswegen kam vielleicht das auch noch mehr für ihn als Hate rüber. Warum nicht? Oder als Abneigung. Ja, aber ich hab mit dem bei Insta jetzt geschrieben, der hätte von vornherein, das Video ist draußen, Insta, Voicemail, ey, hör mal zu, Alter, übertreib mal nicht, das und das ist jetzt der Fall, sag ich, okay, gut, lass mich kurz Gedanken machen oder so. Dann kann man immer noch eine Lösung finden. So. Und wenn das dann plausibel erklärt wird und ich dann wirklich höre, was ich ja nicht mitbekomme, dass sie ja Nachrichten bekommen, fiese Nachrichten bekommen, so wo ich mir halt denke, weil es halt in meinem logischen Kopf halt keinen Sinn macht. Jemand macht einen Julians Blog bewertet den Rapper scheiße, dann gehe ich doch nicht auf die Seite von dem Rapper und schreibe nochmal, du bist so scheiße, wie der das schon gesagt hat. Okay. So, und das habe ich mitbekommen, dass es jetzt da passiert halt so und das tut mir leid auf jeden Fall, das ist nicht cool. Auch, dass ich da so der Stein des Anstoßes war. Und dann nehme ich das wieder runter und quatsch da mit Chrome morgen drüber. Okay, das finde ich voll cool, weil das kommt dann halt komisch an, weil die hatten halt, wir können ja, für mich ist das eigentlich gar kein großes Thema, keine große Sache. Aber aus Distanz, Leute machen ja Verschwörungen. Die haben ja dann gesagt, zum Beispiel, es gab so lange keine Videos von dir über Takeover. Und warum ausgerechnet dieser Skandal? Ja, nee, dass die Leute manchmal nicht geglaubt haben, dass es nicht ab. Die haben mich gefragt, ob wir dich bezahlt haben, damit du dieses Video machst. Und ich musste erst mal sagen, dass ich nicht mal wusste, dass du dieses Video machst. Niemand irgendwas ab. Ja, deshalb ja, aber das ist so, weiß ich, über Jahre, wie viele Verschwörungstheorien wir schon gehört haben. Ja. Weißt du, so ja. Von außen her, wie die das betrachten. Aber ich sag ja, so, ich glaube, ein Gespräch kann halt vieles klären. Als wenn es über Ecken geht und deswegen war ich dann telefoniert mal, da war halt nicht da, ich musste Chrome sagen, du willst nicht mit ihm telefonieren, umso besser finde ich es, wenn ihr jetzt im Twitch miteinander spricht dann so. Auf jeden Fall. Und ich denke, da kann man einige Sachen noch beiseite rollen, weil da war ja keine böse Ambition dahinter, weißt du, so du kennst die doch, ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Die und ich weiß auch, die haben das ja, die feiern ja auch, haben ja, oder zumindest haben gefeiert, was ich mache und die waren immer grüßen, sympathisch, alles so.
Und dann haben die sich da nach meiner Gusto haben die sich da dann voll daneben benommen. Und ich habe da so ein kleines Mini-Rant-Video drüber gemacht, so. Hat Wellen geschlagen, zu deren Nachteil. Und dann setzt man sich danach hin, klärt das und dann nimmt man das wieder runter. So, aber was ich noch sagen wollte, deswegen, weil du auch sagst, dieses Face-to-Face. Leute sagen ja auch, okay, du sitzt da schön und dann machst du über die anderen und so, aber ich bewerte Battle Rap, ich mache Leute runter, die Künstlernamen haben, die auf einer Battle Rap-Bühne stehen. So, und sag meine Meinung darüber. So, und wenn du jetzt aber sagst, dieses Face-to-Face-Ding, die Leute, die über mich Videos machen oder mich anschreiben, diese Hate-Mails, die ich auch jeden Tag bekomme, so, ich schwöre, ich setze mich mit jedem hin. So mit jedem. So, bevor du ein Video machst, schreib mich an, sag, ohne Spaß, hör mal zu, mir geht das voll auf den Senkel, was du da machst. Hast du mal Bock hier, keine Ahnung, wohin zu kommen, und lass mal diskutieren. Ich hab Bock auf Diskussionen, aber soll ich jetzt auf ein Video reagieren, sag mal ein Statement dazu, oder gibt man so auf Videos von Leuten, mit denen ich keinen Bezug habe, so wenn du mir gegenüber sitzt, okay, aber so ist halt schwierig. Ich reagiere auch nicht ja gerne, so auf Kommentare gar nicht, ich hab auch nicht, also ich verstehe nicht ganz, warum Profile, weil das manchmal gar keine richtigen Menschen sind, manchmal Trollprofile einfach nur. Darauf eingehen, ne? Was die so verbreiten halt und wohin der Hate gelenkt wird. Ich wurde ja sogar nicht nur jetzt die anderen, die du jetzt da so, über die du sprichst in deinen Videos, sondern auch ich wurde ja darauf angesprochen, nach dem Alpha-Ding, dass du gegen uns bist oder gegen Takeover und dass die Sachen, ich denke mir so, wieso wirken die nach außen? So, hast du dafür eine Erklärung zum Beispiel? Ich meine, wir untereinander wissen, was passiert ist, wir wissen, wie es zustande kam, wie die Judges kamen, wie ja. Das, weißt du so, aber wir sind ja dann auch im Kreuzfeuer. Wenn ich jetzt, wenn wir schon darüber sprechen, zum Beispiel dieses Video, das gehörte nicht uns, das Alpha-Finale, das gehörte dem Alpha-Kanal. Okay. Ja, das gehörte nicht uns. Okay. Die wollten das Video nicht haben auf dem Channel, weil jeder eben klar war, was danach passiert. Okay, das gehört nicht uns. Ich könnte sagen, ich habe den Teil unseres Deals erfüllt. Das Video kommt nicht raus. Warum sollte ich denn? Ich sehe mich als Teil der Battle-Szene. Ich sage, das ist ein historisches Dokument und das dürfen wir der Szene nicht vorenthalten. Ja, so. Wir hauen das Video raus, um zu zeigen, was da passiert ist. Wieso bekommen wir den Hate, wenn wir Battle-Rap dokumentieren und zeigen, was ist? Wenn Top-Tier-Takeover, jeder im Team war d'accord, dass du gewonnen hast. Keiner im Team hat gesagt, das Ding ging an Mighty. Jeder hat gesagt, was ist denn da passiert? Cynic hat gewonnen aus dem Top-Tier-Takeover-Team. Mhm. Wieso ist der Hate von außen, Top-Tier-Takeover hat sich verkauft, ist anti-Cynic, ist Dings. Hätten wir das, wieso wird zwei Tage später eine Saarbrücken-Cypher hochgeladen mit ganz anderen Rappern und die werden gedisliked? Verstehst du so? Verstehst du, also wieso, hast du dafür eine Erklärung? Ja, natürlich, weil der Gedankensprung ist super kurz. So, man denkt nicht so, warte mal ganz kurz, das hier so. Es könnte so sein und so sein, so sein, sondern dass das Video, dass die Plattform, der direkte Weg wird genommen. Okay, das heißt, wenn der regt sich jetzt auf, der wurde verarscht, das ist wo ist das gewesen? Top Tier Takeover? Okay, das ist jetzt so. Sondern aber nicht, ja, der Judge kam von daher und eigentlich gehört das der Plattform, sondern die werfen uns alle in den Topf, ist scheißegal. Werden sich nicht genug Gedanken drüber gemacht, kann man aber auch nicht verlangen so, aber dann, die Leute können das ja, aber dann schreibt man es halt nirgendwo rein oder proklamiert das so nach dem Motto, ja, das ist jetzt so ein Fakt, okay, Cynic und Top Tier Takeover, ich meine, wir lachen ja darüber. Ja, innerlich wissen wir es ja halt, so. Aber ich frage mich außen und ich kann halt nicht jedes Mal dieselbe Frage beantworten. Ja. Ich habe vor kurzer Zeit, jetzt schon wo hier Quarantäne war, habe ich gesagt, ey, lass mal Fanfragen beantworten. Und da kam so, äußere dich mal zu Alpha Royal. Ich denke mir so, ein Jahr her, dein Ernst, so, wie oft habe ich mich geäußert, hiphop.de, da live gegangen, was auch immer, so, ne? Also, es sind ja vielleicht auch Leute, die sporadisch reinschauen und ich kann halt nicht jede Frage tausendmal beantworten. Frag mal Magda, wie oft wir hören, ich verfolge euch seit 8 Jahren, wie kann ich teilnehmen, ne? So. Ja. Wir fragen dann natürlich, also, wir versuchen jede Frage so zu beantworten, als ob wir sie das erste Mal hören. Ja, aber das kenne ich aber auch. Also, ich habe auch jeden Tag im Postfach irgendwie, ey, Dicker, ich habe mir dieses Finale reingezogen, du wurdest verarscht. Achso, kommt immer noch ein neues, ne? Ja. Also immer hinterher. Ja. Denkst du, das war also ein Schritt rückwärts? Ich denke, wir beide sind ja konform, wenn wir sagen, wir wollen Battle Rap größer machen. Wir bringen es ins Fernsehen rein, dieses Alpha-Ding mit bekannten Rappern zusammenarbeiten und noch einen draufsetzen. Meiner Meinung nach müssten Judges die Summe, die heutzutage Cappella-Rapper teilweise bekommen, als Judging bekommen, so, dass wir halt dahin kommen, dass Battle Rapper davon leben. Diesen Ansatz haben wir schon vor wie vielen Jahren, wie oft schon versucht, ne?
Gibt es eine Diskrepanz zwischen der Battle-Rap-Szene, dass es viele da sind, die es klein halten wollen, die sagen, wir wollen nicht Leute von außerhalb diese Hip-Hop-Battle-Rap-Touris haben, die haben keine Ahnung vom Battle, wir bleiben eine kleine Elite. Tut das Battle-Rap besser, tut das schlechter? Also, was ist deine Meinung dazu? Soll Battle-Rap größer werden, soll es klein bleiben? Mann, das ist ein ganz klein zweischneidiges Schwert. So, das Ding ist, es tut auf jeden Fall nicht gut, siehe keine Ahnung, Alpha Royale oder siehe Pro7, dass jetzt, okay, mehr Reichweite gleich besser für Battle Rap. Das kann man so auf jeden Fall nicht sagen. Ich kann aber jeden, das ist wie, das kennst du doch selber von früher, Alter. Jeder Hip-Hop-Hörer oder jeder, der irgendwas feiert, Comedy oder sonst irgendwas, du entdeckst was und das ist so ein relativ überschaubarer Kreis und man ist so Experte und so. Und sobald dann aber so das Mainstream wird, ist so, Sellout, pipapo. Deswegen, ich glaube, größer als die Events, die ihr da gemacht oder was Merlin gemacht hat, zum Beispiel das Olymp 1500, bei euch über 1000 Leute, Dilti, die 1000. Wir haben 1,5 bei unserem, erstes Written Battle war die größte Battle-Rap-Veranstaltung in Deutschland. Okay, ja, Merlin hatte in Mörs auch so eine Halle, da war auch irgendwie 1,5. Ja, ich war dabei, da war auch fast so viel, fast gleichmäßig, aber okay. Wir hatten ein paar Leute mehr, aber genau, es ist genau. Also vom Live her darf es größer nicht werden, so, weil da kommen geile Battles zustande, die Reaction ist geil so. Das Ding ist nur, das Einzige, was dem im Weg steht, ist, dass die Ligen nicht mergen können, so dass die Ligen nicht zueinander finden. Weil wenn man einen zentralen Fixpunkt hätte, ein zentrales Produkt, so wenn man weiß, okay, deutscher Battle Rap ist jetzt doof gesagt, Top-Tier-Label You, so ist ein Ding. Es ist eine Art, das zu performen, ein Pool an Battle-Rappern. Wenn man das alles bündeln könnte, könnte man das als Produkt auch viel Geld. Ey, soll ich dir was sagen, ne? Weißt du, wie das durch die Decke gehen würde, wenn man Budget hätte, wenn Netflix sagen würde, hör mal zu, Top-Tier-Label-You, wir haben hier ein Budget, ein bisschen Risikoinvestment wäre das. Leute würden zu Battle-Rap finden, die das gar nicht kennen. Du machst dann so eine Session vor 1000 Leuten, 600 bis 1000 Leuten mit geilen Battles, die alle knallen. Das geht durch die Decke. Also ich wäre ja voll dafür, ne? Aber ist es auch bei den anderen so? Top-Tier-Label-U-Bundesliga, lass uns so ein Ding machen, weißt du so? Aber selbst wenn Dilltilly größere Events macht, wir waren beide beim B-Day, ja. Die Stimmung danach oder viele Meinungen, hast du die nicht auch gehört? Das war keine typische Dilltilly-Crowd. Es war unruhig, es war dies und das. Ja, weißt du, so auf einmal ist es keine Dilltilly, das hat nichts mit Dilltilly oder Ram-Crowd oder sonst was zu tun. Wenn über 1000 Leute da sind, sind über 1000 Leute da und dann passiert halt. Das stimmt, aber es ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall 1000 Leute bei der Plattform sind anders als 1000 Leute in Mörs oder 1000 Leute jetzt bei Top The Takeover. Da sind nur Gymnasiasten und bei uns nur Hauptschüler? Nee, aber das sind halt Internetfans, viele, die sich halt irgendwie verlaufen oder zum Beispiel Mörs war zum Beispiel krass, weil das war einfach Olymp-Festival, das war so Mörs halt so. Keiner hat in seinem Leben irgendwas da verloren, aber trotzdem haben sich 1400 Leute zusammengefunden für ein krasses Event in einer Riesenhalle. Das heißt, die Zugkraft ist ja da so und das Publikum da fand ich zum Beispiel Weltklasse, weil da ist keiner so, okay, das ist hier um die Ecke, das habe ich im Internet gesehen, sondern man hat das Gefühl gehabt, ganz Battle Rap Deutschland ist da. Ja, also deswegen pushen wir das ja auch mit. Also warum das auch mit, also wir haben das ja extrem gefeiert, das war jetzt ein einziges Ding, aber wir haben ja auch deren Trailer auf unserem YouTube-Kanal und so weiter. Wir haben das ja krass gepusht mitgepusht, ja. Ne, und sind ja dann auch hingekommen, weil damit das ja so groß wird. Ne? Wir wollen ja immer, dass Battle Rap quasi noch größer wird. Das ist ja unser Anliegen halt. Aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, wenn du bei Dilltilly, du bist ja auch in anderen Städten auch mit am Start gewesen. Zu wie viel Prozent würdest du sagen? 70-80% fast immer die gleiche Crowd. Bei uns ist 70-80% immer eine andere Crowd. Guck mal, wie oft, wie Gier fragt jedes Mal, ich weiß nicht, wie oft es auf Cam zu sehen ist, 80% heben in jeder Stadt die Hände. Deswegen sagen ja auch die Leute, dasselbe Battle hätte an einem anderen Abend stattfinden können und es wäre andersrum ausgegangen. Ne? So. Ich würde auch sagen, bei Dilltilly, wenn die nicht irgendwie Tonprobleme haben oder die Location scheiße ist, von der Crowd-Reaction her ist alles gleich. Also, aber gut gleich. Und auch, also ich meine, es ist ja ein freundliches Ambiente auch so, ne? Wenn du da rappst so, hast es auch oft gesagt, bei uns, man will Tote sehen, man freut sich, der stumbled, der choke, der dies, der das, ne? So, wenn sich da Rapper halt aus dieser Komfortzone nicht raustrauen und diese Challenge so, ich sehe es ja auch oft so, dass man gerne, deswegen will ich ja zum Beispiel, träume ich mehr auch von einem russischen Battle oder einem englischen Battle
in Amerika oder Kanada. Das wäre halt eine Herausforderung des Grauens, wo ich untergehen könnte, würde, weißt du so. Aber das, genau, das wäre dann die Challenge so, wo ich sage, boah, darauf hätte ich Bock und ich kriege ja nicht mal das hin. Da musste ich halt Dinge absagen, deswegen sind ja Battle-Angebote auf Deutsch gerade so, na egal, beiseite. Die Frage war jetzt, ja, Herausforderung, Challenge, weißt du so, da rauszuwagen. Was ist für dich so der Aspekt, dass man unter Druck seiner Leistung standhält, anders als in einer in einem freundlichen Ambiente. Ja, also sag mal so, beim Titelmatch bei Diltidi hast du auch Druck. Mhm. Ne? Aber das ist, du weißt halt, wenn du einen Text verkackst, die Leute sind so, mach mal Lärm, yay. Mhm. Und nicht so, du vergisst deinen Text und 800 Leute so, der Bastard schafft er nicht mehr. Jemand noch ein Bier? Ja, schafft er nicht mehr. So, das ist halt anders. Ne? Das ist halt, ist auch irgendwie, ist auch gut, ist halt so uplifting, die wollen halt so, aber das ist halt wirklich nicht so dieses, dieses Rematch ist halt so, Dicker, es ist dunkel, es ist Spotlight, alles ist packed und da ist so Bams, Bams, Bams und keiner darf, das ist eine andere Spannung als wirklich dieses, hey und wir sind hier und ihr seid hier und ja, wo halt so Sachen verziehen werden, kippt hier mal einer um, ist aber nicht schlimm, dann fällt eine Flasche um und so, aber das ist halt, ja, vom Druck her, guck mal, ich glaube, ich würde es als Dilti DMC, glaube ich, nicht anders machen. Also wenn ich ein Mikash wäre, würde ich, ich weiß nicht, ob ich dann so drauf wäre und sagen würde, okay, das habe ich jetzt hier gemeistert, weil der hat das durchgespielt. Mhm. Ne, der hat zweimal, glaube ich, in diesem Kreis vor 1000 Leuten alles zerfickt. Mhm. Der hat das durchgespielt. Mhm. So, jetzt ist halt die Frage, kann der sich auch vor eine Crowd stellen, wo die Bilder vielleicht nicht bei jedem ankommen, wo nicht jede Referenz sitzt, kann der auch auf dem Level so mit und Spotlight und Mikrofon in der Hand so. Weiß man ja nicht. Ist das also klug von ihm dann zu sagen, nee, lieber da battle ich nicht? War das dann andersrum gefragt, nicht klug von Robs Q da zu battlen? Weil ich selber feiere Robs Q sehr und ich finde krasse Sachen, die er gemacht hat. Warum kommen die bei uns nicht so gut an? Ich fand sein Battle verhältnismäßig, was er sonst so abliefert, gegen Twizzy zum Beispiel, nicht so stark. Nee, war auch nicht. Das Ding haben wir auch schon durchgekaut. Alter. Das ist... Er ist ein guter Battle-Rapper, sehr, sehr verkopft und der funktioniert einfach am besten vor 300 Leuten, die jede Referenz checken. Oder die auch mal so, die auch Wert legen auf einfach, was der so, der Inhalt so, das muss nicht alles punchen und so. Da fällt er in seinen Rant rein und macht hier den und der reimt ein bisschen und so, das ist alles super, der ist ein super Battle-Rapper. Aber wenn du kein Showmanship hast, wenn du nicht hinstellen kannst und aus der Bühne deine Bühne machen kannst, da machst du halt nicht. Ich finde aber krass, dass er es trotzdem gemacht hat. Ich finde das Ding gegen Twizzy, ich finde Todeseier von dem. Todeseier, dass er das gemacht hat. Und noch mehr Eier, dass der dafür seinen Style nicht großartig geändert hat. Ja, genau. Irgendwie dumm, aber irgendwie auch Eier, weil... Ich finde es respektabel. Selbst im Frauenfeld, das war gar kein... Wir wissen doch, was Festival-Battles sind, ne? Und ich guck den an und denke, der battelt ja richtig. Ja. Weißt du, so? Ich dachte so... Ein Frauenfeld, wo wirklich Schweizer mit Baufrei und zwei Bierdinger so. Ja, und dann hast du letztens Verszalm, hast du da gesagt, ja, und aber... So. Natürlich sind die Leute dann so, ja, okay, gut, ich glaube, lass mal zu Bowser gehen. Aber aber er macht, der ist halt super verbohrt so. Ja. Deswegen, und deswegen sage ich ja, bis auf Bong Taggy, Brian Damage, selbst ein Ja Rambo. Zeig mir ein Battle von Ja Rambo auf der Bühne, wo so. Gegen Decepticon. Ja. Das war ein Killer-Battle oder was? Da war Ja Rambo, also der hat jetzt nicht 100% gegeben. Ja, das war jetzt nicht so ein Abrissding. So. Ich fand's krass, also es hat uns krass unterhalten. Okay, aber ich habe schon mal einen leicht gezwitschert, ne, so. Ach ja, apropos, ja. Wann nimmst du meine Tennis-Herausforderung an? Sofort, jeden Tag. Ja, jeden Tag. Schämst du dich nicht, gegen mich in einem 100-Meter-Lauf einen Gleichstand rausgeholt zu haben? Ja, wenn es 100 Meter gewesen wären. Okay, es waren 50, 75. Passt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, das ist halt das Ding. Es können halt super wenige auf jeden Fall. Und die ich gerade genannt habe, sind auch, glaube ich, wenn ich jemanden vergesse, weiß ich nicht. Aber Vinci zum Beispiel war auch krass. Mhm. So, der hat auch dieses, auch wenn er manchmal so übersteuert, hat er dieses, der hat dieses Entertainer-Ding. So, der macht er auch, der ist auch sehr Ami-Battle-Rap geprägt. So. Deswegen hat bei dem auf jeden Fall auch geklappt. Battle-Rap-Star. Wer ist der nächste Battle-Rap-Star? 2020. Siehst du in jemanden Potenzial, wo du sagst, ey, das ist der neue Abreißer, der kann in diese Fußstapfen treten, die du vorhin genannt hast, als Battle-Rap-Stars. Ja, ich glaube, es geht nicht über, auch wenn er nicht bei euch auf der Bühne war, es geht nicht über Mikash hinaus, was die Meinungen in Battle-Rapper-Kreisen angeht, so.
jemand so mit It-Faktor, wo du wirklich sagst, okay, Dicker, hast schon den gesehen, Alter, ohne Spaß, wenn der das erste A Cappella macht, ich muss da hingehen oder so Hype, dieses Hype-Ding. Wenn es kein Bekannter ist, dann muss man die Ansprüche leider, glaube ich, runterschrauben, weil dieses Überangebot nicht mehr da ist, so wie damals. Würde sagen dann, Hiding John kann, also, aber das ist jetzt nicht, Hiding John wird nie jetzt in die Fußstapfen von einem Polacken oder sowas treten, ne? Aber ich meine jetzt so, gemessen an den heutigen Bedingungen so, Hiding John, Sin City, super. Das Ding ist bei euch, die ganzen Jungs, die haben ja noch keinen, die haben ja noch keine A Cappellas richtig gemacht, oder? Jackson hat 2 Minimum gegen Julo, gegen Aladdin. Oh. Und wie waren die? Die waren ganz gut. Hiding John war besonders gut. Ich fand, ich habe, glaube ich, auch das erste Mal gesagt, also es ist schwierig, wir wollen ja mal Leute aus der BOH immer mal ein Top-Tier-Main-Match geben. Und das ist ein bisschen rar, ne, so dort. Alice haben wir es mal gemacht, hat sie ganz gut hingekriegt. Ja, genau. Und Hiding John war auf jeden Fall der, wo ich gesagt habe, ey, das war für mich absolutes Top-Tier-Niveau. Das hätte von seiner Leistung her ein Main-Match sein können. Ja, bei dem ist halt nur dieses Ding so Thema It-Faktor. So, da bringt alles, also Humor, Köpfchen, Punchlines, auch analytisch und so, ist alles nice. Da fehlt halt nur irgendwas, dass man so sagt, okay. So dieses, wo man Social Media Game Merch. Nein, muss nicht, aber so dieses, ich hab einen Polacken auf der Bühne gesehen und dachte mir so, Alter, krass, ich hab einen Gospel gesehen, krass. Bongtegi, die ersten 4 Male, wo der da ist, dachte ich mir, Bastard, aber krass. So, siehst einen Mighty, krass, Nidal, wie sie alle heißen, das sind alles Leute, wo man schon mal gedacht hat, wo man selber als Fan da stand und sich dachte, Junge. So, und das sehe ich halt da jetzt so bei keinem, aber ich hoffe halt, keine Ahnung, Alter, wie bei Mikesh konnte es keiner vorhersehen, bei Craze. Wobei, bei Mikesh haben wir schon ganz am Anfang gesagt. Die ersten 2 Dinger bei du und deine Lines waren so, okay, der ist ein Schnüssel, der redet langsam, aber dass der mal ein Jahr, dass der nur ein Jahr später so eine Halle von 1000 Leuten für Gänsehaut begeistert. Craze in super kurzer Zeit einen super krassen Sprung gemacht. Sisyphos auch so, aber man sieht es halt nicht vorher, deswegen ich würde es doch so feiern, Alter. Ich würde es so feiern. Gibt es Unterschiede, und natürlich gibt es Unterschiede, oder welche sind für dich da prägnant, deutschen Battle Rap im Gegensatz zu Ami Battle Rap? Um mal ein paar Sachen vorwegzunehmen. Bevor du so am Start warst, war ich und Homies um mich herum große Ami Battle Rap Fans und du warst einer der ersten und wenigen, die dann quasi, mit denen es dann mir auch Spaß gemacht hat, wo wir zusammen Ami Battle Rap geguckt haben und so weiter, die auch viele Referenzen halt verstanden haben. Wo man mir dann vielleicht aber sagen könnte, oder ich mir oft angehört habe, ja, wir sind ja halt in Deutschland, das funktioniert halt hier nicht. Man braucht nicht jeden Scheiß, der dort funktioniert, versuchen auf Deutschland umzumünzen. Welche Sachen ja, welche Sachen eher nein? Gebe ich dir safe recht und so, und das habe ich mich auch gefragt. Ganz am Anfang dachte ich mir so, okay, ich feiere, also, aber ich habe zum Glück dann ganz gesunde Trennung im Kopf. Sachen, die ich da tot feiere, wo ich mir immer noch denke, ich würde das so gerne mal, oder warum kann man das, es geht halt einfach nicht. Muss man halt einfach akzeptieren. Du kannst halt, auch wenn Karma das ab und zu mal gemacht hat und sich blamiert hat, so, du kannst halt dieses Gunbar-Acting nicht machen. Gunbars kannst du hier knicken. Du kannst auch knicken. Ganz kurz, merke ich den zweiten Punkt. Warum kann man Gunbars knicken? Ist es so, dass man in Amerika, wenn man quasi Gunbars rappt, sich viel mehr mit dem Shooter identifizieren und wenn man in Deutschland über Gewalt rappt, sich viel mehr mit dem Opfer identifizieren? Oder woran liegt's? Das hat damit zu tun, dass von 1000 Leuten, von 950 noch nie eine Waffe gesehen haben. Nee, also Gewalt an sich meine ich jetzt so. Weißt du, man kann ja auch hier auf Messer alles umfunktionieren und dann Knife-Bars droppen. Das quasi, die Leute feiern das nicht. Ich sag das aus einem bestimmten Punkt. Wenn ich erzähle, ich peitsche dich von der Bühne bis zur Bar und von der Bar bis ins Klo, verliere ich ein Battle. Wenn ich sage, zum selben Gegner, das war zu Gier zum Beispiel, du hast keine Chance, ich war letzte Woche bei der Anti-Gewalt-Seminar. Gewinne ich. Ja, verstehst du so? Humor, ja. Genau, ich muss dieses Gewalting auf die Schippe nehmen. Wenn ich nach dem Battle, du hast vorhin gesagt, du kriegst Schläge nach dem Battle, ne? Wenn ich das in einem Battle sage, ist das was anderes, als wenn jemand anderes das sagt, ne? So, das ist so, bei dem anderen wird das immer noch als Entertainment wahrgenommen. Wenn ich über bestimmte Dinge spreche, ist das vielleicht nicht immer lustig oder wird als Unterhaltung wahrgenommen. Ist das hier auch so, deswegen Gunbars und so, dass man Leute, wenn die sagen, oh, fuck you up und die
dies und das, ne? Dass die Leute sagen, ah, ich fuck's immer ab, ne? So. Ja, das ist halt deren, also unser, ich sag mal jetzt von 1000, ich möchte mal von diesen durchschnittlichen 1000 Leuten, die da zugucken, unser normales Leben sind halt Beschwerde, Sarkasmus, sich über Leute lustig machen. Nochmal muss ich eingreifen, wer unser bekanntes Leben? Battle Rapper, uns Deutsche, uns Spießer, uns. Ich sag die durchschnittlichen 1000 Leute, die in dem Battle Rap Crowd stehen. Okay, also ist Battle Rap ein Nerd-Ding? Straßenrapper interessiert Battle Rap nicht. Guck dir die Battles an. Die gehen jetzt immer raus. Nida ist raus, Mighty ist raus, Davy ist raus. Ja. Also Straßenrapper müsste ich jetzt überlegen, Alter, wenn man großzügig ist, zählt man noch irgendwie Jarambo dazu. Oder Fresh so. Polacke. Ja, Fresh Polacke, genau, auch lange nicht mehr dabei gewesen. Aber das Ding ist halt Bezug. So, nur der Bezug. Von 1000 Leuten können sich halt mehr damit identifizieren, wenn einer sagt, du hast letztes Mal das gesagt, das ist falsch. Das und das ist lustig. Deine Mutter sieht so und so aus. Das ist halt mehr der Massenhumor als deswegen, Digga, es gibt einfach keine Mutterlines. Überleg dir das mal. Es gibt da keine Mutterlines und hier keine Gunbars. Ja, so. Das ist aber ganz wichtig noch, Entwicklung Ami Battle Rap, die mir auch nicht gefällt, aber ich ziehe mir natürlich trotzdem alles rein, aber dass ich jetzt mal so wirklich, Dicker, das mag im Jahr, sagen wir mal, kommen da so vielleicht 100 Battles raus. Mhm. Ne? Und davon sind momentan so 2, 3, wo du sagst, okay, Replay Value, Classic, so, ne? Es ist leider das Ding, dass im Ami Battle Rap einfach funktioniert, aber nicht so bei einem Rapper, sondern bei allen Rappern nur noch alles über Doppeldeutigkeiten. Mhm. Es gibt nicht mehr diese geraden Punchlines, dieses, wie früher halt, so ein bisschen mit Humor, auch mit Street Attitude und so. Alles ist doppeldeutig. Mhm. Und das ist halt so eine Seuche, finde ich ein bisschen, weil sich somit fast alles gleich anhört. So sind Leute wie Harlow zum Beispiel oder so, Pioniere schon angehalten, auch diesen Style so ein bisschen zu rappen. New Jersey Twerk hat ein ganz neues Ding reingebracht, aber so müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben, die halt den Humor hier so ein bisschen etabliert haben, dass das jetzt halt in die Richtung geht, Debattierclub. Aber ich bin nicht von der Straße. Ich feiere nicht, wenn jemand sagt, ich hau dich so und so, aber ich feiere, wenn jemand sagt, du hast letztes Mal in deinem Track was gesagt? Das war aber so. Also das ist auch, ja, ist auch mein Humor so ein bisschen. Deswegen, es ist schade für dieses Rap-Rap-Ding. Es ist auch eigentlich nicht der Kern von Battle Rap, es geht ein bisschen am Thema vorbei, muss man auch ehrlich sein, aber das ist halt jetzt nur mal so. Ich habe in der ersten Saison mich darüber mal lustig gemacht, dass ich ein Battle gegen Gio und meinte, ich würde dich sogar wegen einem Studentenrapper wäre und dann habe ich angefangen, unsere Parts sind Referate und bla 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 und dass man das so ja, so schulmäßig auseinander nimmt halt und das ist jetzt halt so, die werden so, früher haben wir uns, kennst du Stieber Twins zum Beispiel, wo er gesagt hat, mich kotzt das an, wenn man aus Hip-Hop Wissenschaft macht, jetzt machen die aus Battle Rap halt Wissenschaft und ja, haben die echt übernommen, haben Atzenkalle, du und die anderen Battle Rap versaut? Ein bisschen ja, muss man ehrlich sagen. Und ich habe es auf jeden Fall auch ganz klar zur Schande, muss man das gestehen, verwissenschaftlich, aber weil ich so ein Typ bin und ich will halt einfach voll vielen Leuten erklären oder die auch zum Battle Rap bringen und denen auch die Faszination beibringen, gleichzeitig aber nicht meine Art irgendwie dabei verlieren. Und ich habe auf jeden Fall, merke ich an den Nachrichten und so, super viele Leute, die das irgendwie mal so irgendwann mitbekommen haben oder keine Ahnung, oberflächlich mal, die dann so sagen, ey, ohne Spaß, seitdem ich mir deine Sachen angucke, ne, ich bin da voll drauf hängen geblieben. Ich gucke mir Sachen an und ich überlege dann so, war das Freestyle, war das kein Freestyle, ist das, warum hat der erst den Engel gemacht, wo ist die Referenz, welches Battle ist das, gehen richtig in die Materie rein. Das finde ich super, aber trotzdem siehst du ja Unterschiede. Du feierst ja jetzt trotzdem nicht nur sowas, wenn ein krasser Straßenrapper der nach Battle-Rap-Kriterien gut abliefert, gibst du dir noch genauso Props. Warum ist Harlow the Dawn dein Lieblingsrapper? Harlow the Dawn ist der, ich versuch's kurz zu halten, wird wahrscheinlich nicht gelingen, aber Harlow the Dawn ist der beste Battle-Rapper, weil er der einzige Battle-Rapper auf der Welt ist, der alles kann. So, es gibt keiner, der ist ein genialer Kopf, so dieses Fanboy-Ding, was ich da in London gehabt habe, das ist nicht, weil ich den auf YouTube gesehen habe und mal ein paar Sachen gefeiert habe, sondern ich bewundere den halt. Der hat, wer über 12 Jahre das hinbekommt, immer wieder aufs Neue krass zu sein und neu krass zu sein. Als Beispiel, der legendäre Freestyle-Konter gegen Philly Sway mit, ja, Spark the Tooly, Call of Duty. So, das sind halt so diese legendäre Freestyle-Konter. Die erste Runde gegen Clips, die Battle-Rap-analytisch, Saw it coming from a mile away, Kit Kat, see how easy it is to predict. Das ist pure Genialität. Easy predicted. Die drei Runden gegen Big T, wo es nur Punchlines sind. Über Dick sein und dass er seinen Style geklaut hat. Der kann alles. Das Einzige,
Manko, was der hat, ist halt, dass die Stimme ab und dass die Stimme nicht stark genug ist, dass sie ab und zu mal bricht und dass der jetzt nicht so crazy, crazy float, der kann aber rappen, aber der ist ein Battle-Rap-Mastermind in meinen Augen auf jeden Fall. Es gibt eigentlich theoretisch keinen Gegner, den ich schlagen kann, außer er, wenn er sich zu sehr Kopf macht. Ich meine, ich ziehe mir auch die, du kennst mich ja, ich ziehe mir auch die Telefonate, die Interviews, die Hochkant-Handy-Videos, Statements, ich ziehe mir alles von ihm rein, ganz krank und ja, es gibt bessere Rapper, es gibt bessere Punchliner, es gibt auch Leute, die krasser rebutteln können. Sharone, Chef Trace, hast du gesehen jetzt, was rauskam? Das Neue habe ich noch nicht gesehen. Die haben drei Runden gebattelt und vierte Runde Unlimited, einfach nur Freestyle. Ich habe davon gehört. Alles vorbei. So, es gibt Leute, die alle viel die Sachen besser können, aber das Gesamtpaket, Hello to Dawn, ist so der beste Battle Rapper aller Zeiten. Du hast ihn ja schon früh auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ich habe ihn angefangen zu feiern bei dem Battle mit Arkwords, so, wo er gesagt hat, hier dieses, you think real killers hier in Harlem, sie putzen ihre Waffen ja. Und warten, bis du kommst. So. Ja. War er da schon ein bisschen intelligent? Ja. War er schon vorher so am Start? Also da, seitdem habe ich ihn halt auf dem Schirm. Wann war dieses Battle? 2007, 2008? Der war schon bei Fight Club, also das war, was du meinst. Ist Fight Club war davor. Ja. Fight Club war der am Pool Table schon, da wurde er bisschen, da wurde der verarscht, da hat Arsenal den geschlagen, weil die so eine Minute vorher gesagt haben, okay, du battlest gegen Arsenal, haben die den so ein bisschen verarscht so. Da war der am Start, genau, dann Grind Time, dann halt Smack und mittlerweile war der ja überall KOTD und der wird auch gerne nach Deutschland kommen, aber ich meinte halt wirklich so, also ich rede jetzt so nach dem Motto, wir sind Homies, aber wir haben geschrieben. Ich weiß, du hast ihm gesagt, nur London und Amsterdam. Ich meinte, ja, genau. Ich meinte. Gegen die haben wir auch ein Top-Takeover-Shoutout von ihm. Ja. Was er nicht ganz aussprechen konnte. Ohne Spaß, ich bin so, weißt du, wie stolz ich darauf bin, dass ich mit dem in London stehe und der sagt so, hey, top tier, take over, this is my man, Cynic, shout out to Germany. So. Generell, also ich war erstaunt, ich freue mich, dass du dieselbe Erfahrung halt machst, als ich auch, weißt du noch, wo wir in London waren, ich war auch mit Spook in London, ne? Ja, genau, und generell, ich komme nach L.A., bei KOTD, in Moskau, in London, ich wundere mich halt, dass ich da erkannt werde und du wurdest halt auch erkannt und das ist doch was ganz anderes, als wenn du bei einem Battle-Rap-Event in Deutschland bist. Ich kann das gar nicht beschreiben, ohne jetzt so einen Lusttropfen zu verlieren. Ne, das ist, du stehst da einfach in der Schlange und Leuten so, hey, you're a guy from Germany, right? You're mad funny. So, und dann denke ich mir so, also, um das nochmal, dann denke ich mir so mal rezitieren, so, was will mir irgendjemand erzählen? Ja, genau. Die können alle nach Hause gehen. Die können alle nach Hause gehen. Aber alle, wie ihr hier steht, ja. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Ey, da kann ich mit dir, das ist es ja, wenn mir dann Leute sagen so, battle mal den und den und den. Und ich denke mir, ey, ich habe hier gerade Versus-Battles und KTD-Battles abgelehnt. Ja. Was battle den und den? Weißt du so, das ist so, ey, ich habe also Möglichkeiten und dieses Gefühl, das wäre... Wer hat hier in der Battle-Rap-Szene so eine Erfahrung gemacht? Wer kann ins Ausland gehen und erkannt werden? Aufgrund seiner... Auch, weil auch, klar, englisches Battle natürlich, aber es geht ja auch nur... Ich meine, es war ja... Guck mal, ich habe eine Situation gehabt, da bin ich in London im Hotel von den ganzen Battle-Rappern. Arsenal läuft vorbei, guckt mich an, ich war so... ne, weil ich war so ein bisschen starstruck, aber ich mag den nicht, ich finde den unsympathisch so, aber das war halt Arsenal, Alter, ne? Und der läuft da vorbei und ich stehe da einfach mit Beasley und Harlow und da kommt halt Chico dazu und der meint so, ey, this is the guy, this is Cynic, he battled Disaster, he beat Disaster. Und der meint so, wie jetzt? So, ich habe mir das erarbeitet, dass einfach Harlow the Dawn zu Chico einfach sagt bei Smack so, das ist hier, der hat Desaster geschlagen. Ja. Scheißegal, ob der hier freestylen hingekommen ist. Ich habe aber eine gute Leistung gebracht und die Leute können sich an Lines erinnern und die erkennen mich wieder und die verbinden mich mit, der ist lustig. Und da weiß ich, der Humor ist transcending, Alter. Du kannst in Deutschland die Leute zum Lachen bringen und es gibt Leute in USA oder in England, die haben sich das Battle reingezogen und wenn es nur eine Handvoll Leute ist, die haben das gesehen und sich gedacht, das ist gut. Kann ich nur bestätigen. Ich habe einen Gebub da im Backstage mit Arsenal und so und wenn die dann fragen, ne, den do you know German Battle Rap? Ah, yeah, yeah, Cynic. Oh, yeah, yeah. Und weißt du so, das sind ein, zwei Namen, die wer? Da waren. Wer? Und dann soll ich mich um einen Strohhalm kümmern? Jetzt so. Arroganz muss man sich verdienen. Okay. Arroganz muss man sich verdienen. So, ne? Nach dem Ronnie Battle nicht so im Backstage. Ne? Aber nach einer guten Leistung gegen Disaster, so. Deswegen, es ist nichts böse gemeint und so. Und es steigt einfach auch nicht zu Kopf, weil man ist immer noch humble, aber das war schon zu Fußballerzeiten mein Humor, dieses von oben herab, dieses Klugscheißermäßige. Aber wenn du dann halt Fan von einer Sache bist, die Sache dann zufällig noch kannst und danach aufsteigst und so respected bist und dann über die Grenzen hinaus kommen dann Leute und sagen, ey, ohne Spaß. Ich habe auf jedem Battle Rap Event kommen so Leute, sind Fans, die wollen einfach gerne in der Nähe sein, die laufen dann auch mal hinterher. Aber ich habe ja auch diesen Monolog gehabt über Fanboy sein. Das ist
macht das bitte, zeigt den Leuten, dass ihr die feiert. Und ich habe so jemanden auch in London gehabt einfach. Ja, also wie gesagt, das ist übertrieben, für mich war das genauso überraschend. Ich bin das erste Mal, wo ich da durchs Event laufe, durch London, bin London so, ne? Ich denke nicht, dass da Fans kommen und mit dir ein Foto machen wollen und du denkst so, hä, was, hier? Weißt du, Pat Stay Battle war jetzt nichts Besonderes, grad, ne? Du, ja, das war überhaupt nicht. Und vor allen Dingen musste ich halt meinen Kopf hinhalten, wenn ich wollte ihn ja gar nicht battlen. Du weißt es, glaube ich, ne? Ich wollte Brain Damage eigentlich gegen Pat Stay. Das wäre für mich eigentlich das Match gewesen. Und es sind ja wenige, denen ich das zutraue. Ich würde auch gerne Buddy in einem Englischen mal sehen. Was? Warum lachst du hier schon? Weil du meine Meinung kennst? Ich kann mir vorstellen, dass du, wir reden gerade oben herab, Klugscheißer. Willst du den anderen nicht mal die Chance geben, sich versuchen zu entwickeln? Davy Jones, Sharon wollte ja auch mich battlen, ne? Ich habe gesagt, ey, ich mach das hier nicht nochmal und erst recht nicht in diesem ganzen Zusammenhang so. Ich habe wirklich nur Pat Stay gebattelt, weil es einfach kein anderer da war, weißt du so. Und ich habe gesagt, nee, ich sag dem doch nicht ab, ja. Weißt du so, das ist für mich Top 10 Battle Rapper. Ne? Aber das ist so One-Shot-mäßig, also denk mir das so, du hast die Gelegenheit auf Englisch zu battlen, ist natürlich jetzt leicht gesagt, so Monday Quarterback, aber du hast eine Chance auf Englisch zu battlen. Dann zeig, was du kannst, sei irgendwie gut. So, und Davy Jones hat es halt in den Sand gesetzt. Buddy hat es nicht in den Sand gesetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, den würde ich gerne nochmal auf Englisch hören. Und ich Shoutout auf jeden Fall, ich mag den, ich feiere den. Der ist auch ekelhaft rotzig, der kann rappen, der ist ein sehr guter Battle-Rapper. Aber das englische Ding war halt nicht so, das war halt nicht so doll. Ja. Mir geht's halt nicht darum. Es geht, also ich glaube ja nicht, keiner von uns denkt, ey, du besiegst ihn jetzt. Und dann geht's ja auch immer darum, ja genau, mach irgendwie halbwegs eine gute Figur, zeig, wie du da rauskommst, so, genau. Also blamier uns nicht und versuch das Beste halt rauszuholen. Wir wissen, dass wir sind keine Amis, es ist nicht unsere Muttersprache und zeig einfach, wie kannst du unter diesen Umständen halt rappen. Und das ist für mich in Sachen Russisch nochmal eine größere Herausforderung, wieder ein ganz anderes Gebiet. Und ich finde dieses Challengen einfach, das ist für mich so krass respektabel dann in dem Sinne. So, kannst du dir weiterhin vorstellen, englisches Battle? Ach Dicker, wir haben auch schon gequatscht da in London auch und das Ding ist halt nur jetzt mit der ganzen Comedy-Nummer, das wäre halt wirklich super zeitintensiv, glaube ich, weil das wäre halt Desaster war so, keiner weiß, wie ich Englisch rede, ich habe nichts zu verlieren, ich weiß aber, wie leicht mir das Schreiben fällt oder wie gut ich mich selber, man ist jetzt so Künstler-Talk, aber wie gut ich mich selber beim Schreiben gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, krass, auf dieser Sprache kann ich meinen Humor und meine Persona viel besser so rüberbringen. Und aber wenn ich jetzt in die USA zum Beispiel gehen würde und da irgendwie, keine Ahnung, so ein, wie heißen die nochmal, so ein Proving Grounds-Ding machen würde oder irgendwas oder KOTD irgendwas machen würde, ich habe dann ja schon dieses Desaster-Ding. Das heißt, ich kann mich dann nicht nochmal hinstellen und sagen, Düsseldorf Bilk. Genau, so. Der Überraschungseffekt ist weg. Das war ja bei mir auch bei meinem ersten Desaster-Battle so, ich kann mich erinnern, wo es announced wurde, einfach so, Desaster kann ja nicht mal Englisch, weißt du so. Und ich, also wie gesagt, ich habe keinen englischen Background. Das ist ja gerade, was dann so interessant war. Und dann konnte ich halt mit vielen Sprachen spielen und so weiter. Das sind halt Dinge, die du nicht machen kannst, wenn du drüben bist. Dann kommt es wirklich darauf an, nach reinen Battles. Dann kommt es auf die, dann ist, also es gibt keine größere Herausforderung, jetzt auch mal von Comedy abgesehen, für meinen Humorhorizont. So, also wenn ich mich wirklich für so lustig halte, ja, ich halte meinen Humor für geil, ich halte mich auch für lustig, weil ich habe auch lebenslange Erfahrung, habe Leute zum Lachen bringen und sowas, also ich weiß, das zieht, aber das wäre so dieses ultimative Ding, wenn ich mich da hinstellen kann, in deren Raum, vor deren Leuten, und ich weiß auf jeden Fall, die werden nicht hostile sein, die werden so nach dem Motto, okay, der kommt aus Deutschland, okay, gut, ist kein Native Speaker, so haben wir schon vorher gehört, und dann jetzt zeig mal. Und wenn ich da irgendwelche Lines bringen kann, so, die dann so auch, weil ich habe deren Battle Rap studiert, ich kann Referenzen bringen, womit die safe nicht rechnen, so. Aber diese Rolle gegen Desaster kann ich halt auch nicht mehr ganz so spielen, deswegen, das wäre so die ultimative Humor-Herausforderung auf jeden Fall. Und das hat Oxy halt gemeistert, ne? Als er dann nach L.A. ging. Ja, nach L.A. In L.A. Desaster. Englisch, aber erst einmal auf Englisch. Ich will davon nichts absprechen, Digga, du weißt selber, monumentale Leistung. So habe ich letztes Mal im Livestream auch mit, haben wir das geguckt? Nee. Habe ich, glaube ich, in der Ami-Livestream, habe ich das auf Twitch geguckt, mit Leuten, habe da nochmal gesagt, wie krank das ist, aber erste Mal. Mhm. So, und wenn ihr jetzt nochmal rübergeht, anderes Ding. Mhm. So, das ist, das sind die Challenges, Alter. Das ist, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Naja, seine neue große Herausforderung wäre ja dann, erste Mal auf Deutsch zu battlen halt, ne? Das wäre natürlich super geil. Und ich finde es natürlich auch schade, als selber Teil vom Battle Rap oder als, jemand, der auch sehr gut vernetzt ist und so, finde ich es schade, dass er das jetzt auf Kollegah so limitiert hat, weil von vornherein klar war, dass er es nicht macht.
Ja, aber man kann es leider nachvollziehen. Also ich denke, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, aber das war halt dann eins von vielen. Aber wenn wir schon den Tag ansprechen, dann hat mich auch, warum ist das so? Hat das was mit Marketing-Battle-Rap-Star- Star-Vermarktung zu tun, wenn ich dich anrufe und sage, komm mal mit zu Belasch und Boogie, du sagst nee, dann bist du aber doch da. Wenn ich sage, komm mal mit zu Roos, sagst du nee, Oxystar, ich bin auf dem Weg. Ja. Nee, also das erste mit Belasch und Boogie war, da bist du hingefahren und wolltest mich mit, oder war Mordek Dilemma auch schon dabei? Ich wollte erst mit dir dahin gehen. Ja. Ich glaube, da war halt das Battle-Rap-Thema. Genau. Und, ich wollte aber alleine, weil ich alleine gerne rede. Ach so, du wolltest, genau. Okay, Einzelkind. Genau, ja, genau. Und da meinten die auch, Boogie meinte auch, und Belasch meinten auch so, mit dir ist da was nicht, aber jetzt machst du, du willst gerne alleine machen. Ja, willst gerne alleine machen. Okay, ja. Okay. Und mit Roos war das Ding, ich wusste nicht, was das für eine Nummer wird, du meinst ja Roos, Café und so, und hatte Roos mich halt angerufen und ich dachte mir schon so, okay, schon mal nice, dass der mich anruft so, und dann meinte er so, hier ist noch so ein Glatzkopf, so Dings, muss ich, alles klar. Tut. Ich bin da, so, Taxi genommen, weil ich, jetzt, hat ja mit dir nichts zu tun, aber wenn ich die Chance habe, mit Oxy zu quatschen, so zu chillen, dann komme ich da gerne hin. Nein, easy, war jetzt auch ein bisschen Spaßfrage, ne? Aber eine Frage, die ich eigentlich immer anfangs stelle, die ist bei dir jetzt ein bisschen untergegangen, weil du ja auch zum Thema Battle Rap Star Vermarktung deinen Weg ja schon öffentlich gut präsentiert hast, ne? So brauchen wir halt nicht aufräumen, wie du zum Battle kamst und so weiter. Aber vielleicht weiß nicht jeder, wie es vor dem Battle-Rap aussah. Wie bist du überhaupt mit Rap in Berührung gekommen? Das frage ich eigentlich immer erst gerne am Anfang. Das sind wir bei dir jetzt übersprungen. Aber was waren so deine ersten Erlebnisse? Denn ich erinnere mich beim Soundcheck zum Disaster-Battle haben wir Mama Said Knock You Out gerappt. Und da habe ich mich sehr gefreut, denn mittlerweile kenne ich nicht viele, die auch Sachen, die ich aus den 80ern und 90ern feiere, die das noch kennen. Und du kennst ja wirklich den kompletten Text auswendig. Ja, ich habe halt wirklich so, keine Ahnung, Alter. Ich habe halt so, aber ich weiß auch nicht, was es ist mit diesen, manche Songs flashen mich halt so. Da ist halt hier Mama Said Knock You Out oder When I Be On The Mic oder Two Turntables In The Mic. Sowas zum Beispiel. Black Moon? Ja. So. Wollte ich als neue. Everybody. Ganz kurz, dann machen wir mal jetzt noch einen kurzen Break, bevor wir darauf eingehen. Ich wollte das gerne als, nein, nicht Hymne, aber ich würde das gerne am Anfang unserer Show machen. Two Turntables and a Mic. One fat MC on a set. Denkst du, das zieht auf Deutsch? Ein MC. Übersetzen. Nee, wirklich, nee, mit der Crowd. Zwei Turntables und ein Mic. Ich bitte nicht. Muss auf Englisch sein? Nein, Nackenhaare sträuben sich gerade. Nein. Bitte nicht. Macht die Crowd nicht mit? Nein, mach's auf Englisch einfach. Und die Crowd macht mit auf Englisch? Safe. Ja? Das ist doch. Also, es ist ziemlich simpel, oder? Volle Kanne, Alter. Volle Kanne. Du, das kann man auch richtig geil inszenieren, theoretisch. Du lässt das Original spielen, dann holst du noch jemanden auf die Bühne und sagst, nee, das geht so und so. Du, sondern mit, ja klar. DJ Pete, nächstes Mal, wir probieren es aus mit der Crowd in Deutschland, ob die Black Moon noch kennen und feiern. Aber das waren die ersten Dinger, so rap-technisch oder? Nee, also man muss sagen, ich habe also zu Rap gefunden. Habe ich überhaupt bis jetzt überhaupt zu Rap gefunden, Alter, weil diesen Hip-Hop-Lifestyle und so, den werde ich nie verkörpern können. Den, da habe ich auch, da ist meine. Mann, mein Upbringing, mein Dingsbums, mein, wie ich aufgewachsen bin, alles, das ist so ein bisschen Anti-Hip-Hop auch gewesen. So. Ich habe so Rap, einzelne Rap-Sachen. Ich weiß nur ganz genau, wir und China-Imbiss, aller Beginner, Baby, mich, ich kenne irgendeinen Weg lang. Ich weiß nur, das war so die erste Rap-Passage, die ich gehört habe, wo ich mir dachte, hä, voll nice, das hört sich. Also ich habe so dieses Beginner-Ding da gehört, so, kennst du ja, Rock On heißt das, glaube ich, vom Beginner. Das habe ich so gefeiert. Und dann siehst du mal Prince of Bel-Air und da kam so Mama Said Knock You Out, habe ich das dann irgendwie. Prince von Bel-Air, Mama Said Knock You Out. Ja, war so einfach, kam nicht als Song, sondern Will hat einfach so das so ein zitiert. Ah, so, okay. Mama Said Knock You Out. Aber verstehst du gerade richtig, du bist über Beginner zum Rap gestoßen? Ich bin gar nicht zu Rap gestoßen eigentlich. Also meine erste Rap-Erfahrung ist das erste Mal Rap am Mittwoch gewesen. Ja, das erste Mal in der Halle. Ja, aber du kanntest ja Rap schon vor 2013. Ja, safe. Ich kannte, das erste Rap. Mein erstes Album war auf jeden Fall Chronic 2001. War mein erstes Album. 2000? 2000. 2001 heißt das doch, oder nicht? Ja, weil Shook ihm den Namen weggenommen hat und Chronic 2000 rausgebracht hat als Death Row Sampler. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und dann hat er frecherweise gesagt, na gut, dann machen wir. Es war 10 Jahre irgendwie Jahre davor klar, dass er Chronic 2000 heißt, also es sollte so heißen. Und dann, ich hatte auf dem Walkman hatte ich Mr. Smith von LL Cool J. Oh.
Das hatte ich auf dem Walkman. Das ganze Album? Das weiß ich noch, das ganze Album. Das habe ich auf jeden Fall, Hardest to Hollywood und sowas, habe ich auf jeden Fall rauf und runter. Dann halt ab und zu kamen die Beginner dazu. Dann, also so immer so kleine Passagen. Dann, dann war die Phase, wo der Kollege, der sich das Leben genommen hat, von dem ich den Namen gegeben habe, dessen Namen ich dann wieder aufgenommen habe, Cynic, DJ Cynic, der war DJ. Mit 17 und hat dann halt Full Clip, AV8, When I'll Be On The Mic, auch Black Moon und so, das hat der mir alles gezeigt und ich war so, ey, krass, Alter. Okay, also dann schon, da warst du ja schon ziemlich alt, oder? 17, 18 in dem Alter oder was? Ja, das, ja. Also 13, 14, ich bin mit, weiß nicht, wenn ich 8, 9 anfange, da war ich... Backstreet Boys, NSYNC, Münchner Freiheit, worüber reden wir hier, Alter? Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Die Texte kannst du auch noch raus. Ja, klar, Easy E kann nichts gegen die Münchner Freiheit. Sure. Safe. Oh, der gute Eric, ey, der bringt sich. Ja, willst du machen, Alter. Aber dann so, dann habe ich weiß noch, hier, Discman-Zeiten, kennst du noch Baggy-Hosen und Discman so drin? Da war das Goat-Album von LL Cool J, da kann ich das Intro immer noch auswendig, das ist auf jeden Fall krass gewesen. Immer ab und zu mal so... Hat er den Begriff nicht etabliert? Kanntest du den Begriff Goat? Kannte ich nicht vorher. Nee, das war LL Cool J, oder? Goat, the greatest of all time. Genau, Cool J. Ja, ich habe es vorher nicht gehört, ich weiß es nicht. Würdest du sagen, 4, 3, 2, 1, der Song da war es ja, ne? Der erste Front gegen Cannabis? Hat er schon Goat gesagt? LL Cool J, nigga, greatest of all time. Okay, aber Goat nicht, ne? So einfach nur greatest of all time. Diese genau, aber danach kam es erst als Abkürzung, aber seitdem hat sich der Begriff erst etabliert. Also ich kannte ihn vorher nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du ja noch einen Wink. Nee, das Cannabis-Ding, diesen Beef habe ich zum Beispiel, den habe ich nachverfolgt, als Cannabis gegen Disaster gebettelt hat. Okay, Cannabis, so. Also sind super viele Leute voll an mir vorbeigegangen. So, ich kann, wenn ich... 98, das krasseste Battle. Habe ich im Nachhinein auch rausbekommen, so, aber ich war halt nicht so ein Ding drin, weil mein DJ-Kollege hat halt immer gesagt, ey, glaub mir, du musst hier. Und ich so, na, Mann, Dicker, ohne Spaß, ich bin noch bei Bravo Hits und so. Lass mich mal, ich habe genug zu tun mit Lucy Electric und so. Aber, wie gesagt, immer mal wieder so. Und aber dieses richtige Hip-Hop-Feeling, so Rap, war als erstes Mal Rap am Mittwoch so. Ich komme da rein, 700 Rucksäcke, es stinkt. Nach Schweiß und Gras und ich dachte mir so, ach du liebe Güte, okay, das ist dieser Hip-Hop, so, ne? Und wirklich so, als Touri. Also wegen Leuten wie dir wird unsere Crowd beleidigt. Gehe ich von aus, auch zu Recht dann auch, auch zu Recht, Hip-Hop-Tourist. Aber aus den Hip-Hop-Touristen sind auch Leute gekommen, die auf der Bühne dann irgendwie irgendwann mal was reißen. Bin ich ja nicht der Einzige. Ja. Ja, und das feiere ich übelst. Wenn du auch du machst manchmal Auge-Videos und erkennst so Rapper, die noch damals nicht bekannt waren, ne? Und der Crouch stand. Das ist Dicker, so geil. Ding, aber letztens noch gesehen, ein Ding, da, das ist, glaube ich, das Ding mit dir und da, Finch, Bong, Taggy und ich. Du hast Adi nicht gesehen. Und Adi nicht. Ja, okay, aber Adi war ja schon, hat ja schon Meriten gehabt. Aber wir waren alle in der Crowd als Fans. Mhm. So. Ich feiere das, das ist gerade das Ding. Weg. Ja, und das ist das Ding, was wir beibehalten wollen. Ich mag das halt nicht, wenn Fans so, also wir könnten wie Wide and Out eine Show machen und dann nur ein Best-of hochladen, ne? Wir dokumentieren Battle-Rap. Ich glaube, die verstehen das nicht. Wenn ich Kommentare lese wie, warum lädt ihr dieses Battle hoch? Dann denke ich, eine Vorrunde hochladen, Halbfinale auslassen und dann Finale wieder hochladen, macht auch keinen Sinn. Es gibt mein allererstes Freestyle-Battle war gegen Erko. Bis heute übrigens noch der einzig nicht berappbare Beat, der jemals in der Rapper-Mittwoch-Freestyle-Geschichte von DJ Pete, guck dir das bitte nochmal an, es geht halt nicht. Szene gegen Erko, ja? Kein Takt, ist einfach kein Takt da so. Keiner weiß. So, es ist wirklich unmöglich. Auf jeden Fall, so, da haben auch Leute gesagt, so, was soll der Rotz? So, warum hochladen? Aber es ist dann irgendwann interessant, wenn du siehst, wo ist der jetzt? Ach, das ist das erste Ding? Okay, krass. So. Deswegen jeden Rotz hochladen, ab und zu ist mal ein bisschen Gold in der Scheiße und dann, ja. Ja, okay, Rap-Erfahrung am Anfang, Black Moon, alles, was du jetzt gesagt hast, Mr. Smith. Was war die ersten Disse, die du wahrgenommen hast? Rap-Disse. Boah, ich habe, glaube ich, die Hochphase des deutschen Battle-Raps, es war 2003, 2004, wo einfach jede Woche was Neues rauskam. Es war Urteil, Abrechnung. Also es war zwei, drei Jahre später. Echo, du bist ein Opfer. Ja, ich habe den Reißverschluss erfunden, ich habe den Toaster erfunden. Also jede Woche kam Echo, Flair, irgendwas kam da im Bushido, Hengst. Also da wurde sich nur gedisst, so über ein Jahr hat man das Gefühl gehabt. Das waren so die ersten Dinger, glaube ich. Also vor Ami, ja? Deswegen Ether und sowas habe ich gar nicht auf dem... Das musste ich alles nachholen. Ich hatte gar keinen Ami. Ether hast du nachgeholt?
Ja, ja, hab ich nachgeguckt. Und wie bewertest du es jetzt? Ich finde von Jay-Z, ich bin halt Jay-Z-Fan, mehr als Nas, obwohl ich Nas auch übelst feier. Ich finde den von Jay-Z so, sagen wir mal so, bei Diltily hätte er das Battle gewonnen, aber bei Top The Takeover hätte Nas das Battle gewonnen. Weißt du, okay, ja, und ich denke. Also die Lines sind bei Nas. Aber so dieser Real Talk ist halt so one hard album every 10 years. Yeah, so. Yeah, oh, okay, yeah. Gut. Zu der Zeit hat man auch nicht wirklich gedacht, dass Nas das Ruder noch rumreißt. Und er hat ja auch eine Light-Version hochgeladen. Weißt du das da überhaupt? Ja. Dass er, nee, der hat eigentlich viel krassere Lines im Ether drin gehabt. Okay. Aliyah, Plane Crash Lines und so. Aha. Du weißt ja, was von Jay-Z hier, Damon Dash und Muhammad Aliyah und das, ja, so. Da hat er halt ein bisschen Bezug genommen und da waren halt ein paar Lines zu krass. Und denkst du, okay, wenn du die Urversion, der hat einfach krasse Lines vorher drin gehabt und hat dann eine Art Light-Version ausgelassen. Ja. Dieses Mitte-Treffen, das hat er, glaube ich, da geschafft, ne? Nicht zu anspruchsvoll, nicht zu anspruchslos zu sein. Jeder kann es nachvollziehen, so. Aber für mich der beste Diss-Track, Ami, boah, habe ich jetzt aber nur ganz kurz nachgedacht, ist Hit 'Em Up. Weil du halt im Club, Alter, es ist vorbei, so, fuck your bitch, you fat motherfucker, und dann geht's los und alle können alles mitrappen. Das ist halt so dieses, woran Drake sich auch orientiert hat, ne? Da gibt's, finde ich auch übertrieben. Da gibt's auch zwei Versionen, Hit 'Em Up, kennst du? Nee. Nee, also die erste Version war ein bisschen auch light und da so ein Jamaikaner, der am Ende quasi das Outro gemacht hat. Okay. Und dann hat sich Pac gedacht, so auch die Lines waren, also weil die Outlaws auch ziemlich krass darauf gerappt haben. Mhm. Weißt du, so Napoleon und Idi Amin mit dem MC Light-Bezug, hast du das mitbekommen? Also kriegst du das als Referenz hin? Nein. Nee? Mhm, überhaupt nicht. Use a beat by the Dope Style Taker. The Pac Style Taker. Dope Style Taker war von MC Light. MC Antoine, das, MC Light, das sind eigentlich MC Light Lines. Ja. Das war eine Referenz. Okay, nee. Ich war deswegen, ja, nee. Okay. Aber Hit 'Em Up gehe ich mit dir auf jeden Fall definitiv konform. Dieser Track hat alles begraben, das war so. Ekelhaft. Deswegen sonst dieses, was gab's denn noch, Alter? Ja, Neuzeit, dieses Eminem Machine Gun Kelly Ding war so ein bisschen, ne? Ray Benzino, das? Da hab ich. Nail in the Coffin, The Source. Nee. Nein? Nee. Oh. Nee. Weil. Ja, ich rauche wie ein Homo. Aber weil ich fand Benzino nicht interessant genug, dass ich mir dachte, okay, mit dem Namen konnte ich nichts anfangen, deswegen habe ich mir die Diss-Tracks auch nicht reingezogen. The Source? Ja, ja, die Zeitung kann ich, aber für mich war es jetzt nicht so Eminem gegen, keine Ahnung wen, Alter, Big Pun oder sowas. Achso, okay. Aber ja, diese Hitler-Disse auf Eminem, weil er diesen Black Bitch-Track gemacht hat und so weiter, also da habe ich. Du kanntest die Vorgeschichte nicht. Nee, also Ami-Track-Beef-Geschichte auf jeden Fall unterentwickelt. Okay. Ja. Doch, deswegen und das bei euch, genau. Und dann habe ich halt auch das erste Mal Rapper kennengelernt, durch Rapper Mittwoch halt auch, keine Ahnung, Alter, Morlock Dilemma, Marvin Gaye, Mortis und wie sie alle heißen und noch ein paar andere Leute, krasse Leute, Karate Andi und so. Und dann ist halt so, ach, okay, so ticken also Künstler, so sind Rapper drauf, okay. Und das war halt für mich als Hobbypsychologe und Menschenstudent, sag ich mal so, Beobachter, eye-opening, sowas von interessant. Ich glaube, wenn ich an dem Abend zum Beispiel nicht hingegangen wäre oder wenn ich davon nicht mitgekommen hätte, ich glaube, ich würde jetzt auch immer noch so rumlaufen wie in Düsseldorf. Meine Verlobte würde mich übelst dafür beleidigen, was für ein Klamottenstyle ich damals hatte. Und wäre auch nicht so, ich weiß auch, ich glaube, die Comedy wäre auch ein bisschen anders und ich wäre auf jeden Fall auch ein bisschen anders, wenn dieses ganze Künstlerumfeld, dieses Hip-Hop-Ding nicht irgendwie gewesen wäre. Okay. Erst diese Mischung. Also gab es zwischen NSYNC und Mr. Smith irgendwie die Begeisterung für Comedy, war die dazwischen oder fing das schon ein bisschen vorher an? Wann hast du angefangen, Comedians, also überhaupt dich für Comedy zu begeistern? Ja, Dicker, ich habe alles gesuchtet. RTL Samstagnacht, die Wochenshow. Aber hast du wirklich Mirko Nonchef, so diese alten Sachen? Mirko Nonchef ist most underrated. Der ist der talentierteste deutsche Comedian, den es jemals gab. Vielleicht so mit Otto noch so. Und okay, Jürgen von der Lippe ist krass, Heinz Erhardt so. Aber Mirko Nonchef ist so, der hat nichts aus seiner Karriere gemacht, so traurig es ist. Aber talentierter geht's nicht, Alter. Also Otto ist für dich Pionier im Deutschen? Dicker, Otto hat so viel über so einen langen Zeitraum erfunden und perfektioniert. Es wird nie wieder so einen Comedian geben wie Otto. Leute sagen, das ist Blödelhumor. Der gackert auch viel rum so, aber der ist genial. Ich finde krass, ich mache mal einen ganz anderen Bogen, ja. Der Name Otto, ja, wenn du jetzt so die Geschichte, die deutsche, germanische Geschichte gehst, ist er eigentlich ein ganz, ganz krasser König gewesen, ne? So, und Otto stand ja eher für Stärke und so mehr sowas, ne? Dass durch Otto Walkes der Begriff so zu Opfer. Das ist der.
Auch Props an Otto. So, dafür. Okay, also meinst du, dieses Otto, auch die Fanden und dieses ganze Ding? Oh, durch den ist Otto ein Otto, Alter. Du bist ein Otto. So, du bist ein Hampelmann. Okay. Du bist ein Otto, ja. Also das waren so die Pioniere. Also, aber bist du dann über deutschen Comedy zu englischen Comedy gekommen oder ich umgekehrt? RTL Samstagnacht, Wochenshow, die Anfänge vom Quatsch Comedy Club, Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, alles. Und dann, es gibt das Jahr 2000, ein Mannschaftskollege von mir, der Simon Engelberts, an der Stelle Grüße von Fortuna Düsseldorf, U17, ist in die USA gefahren und ich meinte so, ey, die haben da krasse Comedians. Da gibt es so diese DVDs, heißen die. Hol die mal mit dem und dem Area Code, dass ich auch hier spielen kann, weil DVDs sind ja so, wenn das falsche Area Code ist, kannst du die nicht abspielen. Ne? Hat der mir von Chris Rock Bring the Pain mitgebracht. Kann ich bis heute von vorne bis hinten auswendig. Das Comedy-Special eine Stunde. Für mich auch eines der besten Specials aller Zeiten. Wann war das? 99 ist das, glaube ich, gewesen. Oh, ziemlich spät. Ich habe dich, glaube ich, auch mal gefragt, weil du magst ja Chris Rock, ne? Du feierst Chris Rock. Verehre den, ja. Ich habe Chris Rock, also das erste Mal, glaube ich, bei Beverly Hills Cop gesehen. Ne? Das war so sein erster richtiger Auftritt. Nee, ich meine sein erster so, dass man ihn da gesehen hat. Da habe ich ihn auch nicht wirklich wahrgenommen, sondern im Nachhinein, genau, ich wusste nicht, wie er heißt, aber im Nachhinein gesehen, ah, der war doch schon mal da, weil ich sein Gesicht kannte. Aber CB4. Ja, New Jack City, ne? New Jack City war mit Wesley Snipes, Ice-T und so weiter. Da ist auch. Da hat er Pookie gespielt. Ja, genau. In Cracky. Ja. Aber da, achso, was CB4? Könnte sogar nach New Jack City gewesen sein. Weißt du das zufällig nicht? Nee, weil ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen und es war eins meiner lustigen Comedy-Rap-Filme, die ich sehr gefeiert habe als Kind. Ich glaube, ich war 13. Zumindest 93 gewesen. Gegen Comedy-Filme, habe ich den, glaube ich, gar nicht. Oder angefangen und nicht. Es gibt ja so viele Referenzen im Rap zu CB4. Das steht ja als Fake Gangster, ne? Also, du. Dann habe ich ihn nicht geblickt. Okay, CB4 gehört zu meinen Kindheitslieblingsfilmen, auf jeden Fall. Ja. Nee, Mann, Alter, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich war nur auf Specials. Der hat mir zwei mitgebracht, Bring the Pain und Bigger and Blacker. Und dann war so, ab da war so, okay, alles, seit dem Tag habe ich auch generell DVDs alles nur auf Englisch geguckt und Comedy versucht ranzuholen, genau. Und dann, ja, Alter, Mario Barth war am Anfang krass, der hat ein ganz neues Ding gebracht. Der hatte natürlich jetzt über 15 Jahre immer dasselbe gemacht, aber Mittermeier habe ich letztens auf dem Open Mic in Berlin noch, ist der aufgetreten, habe ich noch den gesehen. Ich glaube, den fand ich auch ziemlich lustig. Der war aus München, oder? Am Anfang, ja, aus München, überragend, Alter. Die Sachen, die der so mit Spock gemacht hat und so. Der war voll der Enterprise-Fan und so. Auf jeden Fall. So, der ist. Ich hatte ein Problem mit deutschen Comedies. So, ich fand den Humor nicht immer lustig. Selten eher sogar. So, dass sie mir ein paar Sachen gefallen haben. Ich war dann aber sehr auf Ami, also Richard Pryor, so und Delirious Raw, wo das dann angefangen hat halt, ne? Und ich habe die Sachen im Nachhinein halt gesuchtet. So, wie hast du so ein Ranking auch, wie wir gerade über Diss-Tracks gesprochen haben, auch bei der Comedy so? In Amiland? Auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um Greatest Comedians of All Time geht, dann ist George Carlin auf jeden Fall ganz klar Nummer 1. Ich würde sagen, dann kommt Pryor, dann kommt für mich persönlich Chris Rock. Ja, jetzt Bill Burr, Louis C.K. sind so auf dem Weg in die oberen Ränge auf jeden Fall. Dave Chappelle natürlich. Ja, die darf man da eigentlich nicht vergessen. Welche Leute in Deutschland fast gar nicht auf dem Schirm haben, die sich reinziehen müssen, ist aber auch genau mein Humor. Daniel Tosh und Anthony Jeselnik. Ekelhaft geiler Humor auf jeden Fall. Dicker, Cat Williams, Cedric the Entertainer, Bernie Mac, ja. Kings of Comedy, Steve Harvey, das Ding ist, ich könnte jetzt, Jamie Foxx ist ja eh Allrounder, ne, der ist also bei allen Sachen. Seine Specials sind anormal. Wir haben uns mal zufällig beim Eddie Griffin getroffen, kannst du dich daran erinnern? Nein. Friedrichstraße. Im Reichspalast? Friedrichstraße, ja. Da wusste ich nicht, da sind wir unabhängig voneinander gegangen und dann haben wir uns, glaube ich, in der Crowd oder so gesehen. Getroffen haben, weiß ich nicht mehr, aber dass ich bei Eddie Griffin war, weiß ich nicht. Du warst auch wieder mal alleine unterwegs, glaube ich. Ja, öfter mal, auf jeden Fall. Ja. Hashtag no friends, ja. Aber also ich feiere Eddie Griffin, ich finde, der macht diese Comedy-Straßendinger halt so gut. Heftig, heftig. Und der ist auch so straight, Alter, der macht Radio-Interviews. Hello, my said it. Der ist heftig, Alter. Diese Michael Jackson-Nummer, wie der ballert und so, der hat Voodoo Child. Ja, deswegen der und Cat Williams sind so fast ein Schlag, aber da finde ich Cat Williams noch ein bisschen krasser, weil er ein bisschen. Aber ja, Eddie Griffin ist halt Street to the fullest, so. Du hast ja jetzt, also das Battle-Ding ja so ein bisschen, hast ja so viel geleistet und so viel gemacht, gibt es einfach nicht mehr viel zu holen, ne? So, bei dir hängen ja die Awards. Alle noch an der Wand, so bei mir stehen die immer noch rum. Vor 5 Jahren hingen die auch noch an der Wand und da habe ich auch noch stolz Fotos gemacht. Aber muss ich mal wieder machen, vielleicht hilfst du mir dabei. Aber danach, also es wäre ja jetzt
mit der Comedy-Tour losgegangen. Ja. Corona kam dazwischen, ne? Also es war auch ausverkauft, oder? Ja, du hast ausverkauft. Also das ist ja das Krasse, das ist das erste Mal und dann kommt so ein Ding dazwischen. Wie sehr Ärger bedrückt dich das und wie hoffnungsvoll bist du, das danach zu holen? Also soll ich dir was sagen? Es bedrückt mich überhaupt nicht. Wegen dem finanziellen Aspekt, weil ich mir dachte, okay, da fehlt jetzt eine dicke fünfstellige Summe, fällt jetzt weg. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt dieses Twitch-Game für mich entdeckt habe, da reingeprügelt wurde, so, ist das auf jeden Fall aufgefangen. Das ist super. Und ich bin eh immer so, ich weiß nicht, ob du es auch so hast, aber die meisten sind nicht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel, kann ich mir jetzt überlegen, habe ich jetzt morgen das Battle oder in einer Woche? Sag ich immer in einer Woche. Mhm. Immer so ein bisschen vorschieben. Mhm. Jetzt habe ich noch ein halbes Jahr Zeit, es kommen neue Sachen dazu auf jeden Fall. Die einzige Scheiße ist, dass jetzt die erste Tour mit der zweiten Tour zusammengelegt wird, größere Locations, und jetzt ist die halt nicht mehr ausverkauft, weil es halt größere Locations sind, das gilt jetzt halt, die noch auszuverkaufen. So wird super schwierig, aber ich hoffe irgendwie, dass das klappt und selbst wenn es nicht so wird, für die erste Comedy-Tour ist das, was an Tickets rausgegangen ist, Änderst du etwas? Hast du, also dadurch, dass du jetzt wieder ein bisschen Zeit hast, die Vorbereitungszeit gibt dir ein bisschen Luft und änderst du etwas am Programm oder ziehst du es genauso durch, wie es auch geplant hättest, wenn Corona nicht wäre? Also ich habe den Test gemacht, ich habe zwei Abende gehabt, wo ich das Solo einmal gespielt habe, einmal 80 Minuten, 70 Minuten. So werde ich das Safe nicht nochmal spielen. Das ist auf jeden Fall der Kern, aber in dieser Corona-Zeit beschäftigt man sich ja sehr viel mit sich selber, als Comedian sowieso nonstop, aber jetzt lernt man nochmal andere Seiten an sich kennen, wie zum Beispiel die Sucht, Geld auszugeben, diese Ohnmacht, das Verhalten der Leute, super viele Sachen kommen hinzu und ich hasse es, auf die Bühne zu gehen und so, weil ich bin auch einer der wenigen Comedian, wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, Greta Thunberg zum Beispiel. Du bist beim Open Mic, 9 von 10 Comedians sagen so, ja, übrigens, Greta Thunberg ist ja, und da haben die alle was dazu. Ich aber extra nicht, weil ich will nicht, Mann, ich will das nicht. Aber Corona, ich versuche was ganz Spezielles, was nur ich machen kann, irgendwie zu der Sache zu bringen. Und das Handy ist sowieso immer, füllt sich sowieso immer mit neuen Comedy-Sachen, also es kommen auf jeden Fall noch Sachen on top. Die Show wird dann länger. Hast du durch den Battle-Rap-Hintergrund nicht ein bisschen was Eigenes, was dir eben halt keiner so leicht nachmachen kann? Ich war ja bei einigen Sachen dabei, White Chocolate und so weiter, also auch, du moderierst ja dann auch viel, die Spitzen und so kommen ja auch wieder mit rein, ja. Und die Rap-Bezüge, die du auch halt nehmen kannst, das macht in der Form halt keiner in der Comedy-Szene, oder irre ich mich da, weil da kenne ich mich nicht so gut aus. Nee, also es gibt Leute, die halt merken, es gibt viele Comedians, die halt so merken, Hip-Hop ist gerade groß, jetzt sage ich mal so, ich habe den gesehen oder mein Sohn hört den und den oder so, aber ich mache es halt irgendwie anders, meiner Meinung nach, ich gehe halt in die Materie rein, dieses White-Chocolate-Ding, dieses Hip-Hop-Ding ist aber nicht in meiner normalen Comedy drin, das mache ich immer extra für White-Chocolate, weil ich weiß, da ist Hip-Hop-Publikum. Okay. So, also für White-Chocolate ist immer extra maßgeschneidert so, so richtige Hip-Hop-Sachen habe ich in meinem Special, in meinem Solo, ein so ein Haftbefehl-Ding. Und ich habe noch eine Nummer, an der ich arbeite, das ist so, das Thema ist der Unterschied, wenn du mit Comedians bist oder der Unterschied, wenn du mit Rappern bist. Das ist super geil auf jeden Fall. Das nehme ich auch. Hast du es schon gebracht? Nein, habe ich noch nie gebracht. Okay. Das ist noch nicht fertig. Oh, okay, ja. Okay. Aber bringst du es in Berlin? Wenn ich es bis dahin fertig habe, auf jeden Fall. Okay, da macht Sinn. Ja, okay, da lass ich es mir nicht entgehen. Ja, Mann. Komm auf jeden Fall vorbei. Unbedingt. Es gibt ja einige, so, die ab und zu Bezüge nehmen. Ich glaube, Enissa Armani nimmt manchmal Rap-Bezüge, ja, ja. Caroline Kebekus und weiß nicht, ja, Felix, genau. Dobrecht. Die bedienen sich halt, ja. Ja, so. Ja. Es ist ein bisschen auch dieses teilweise Rap-Hip-Hop. Kultur verarschen Ding vielleicht auch ein bisschen teilweise, manchmal als dumm darstellen, sich vielleicht da Rapper rauspicken, ja, die man da vielleicht gut aufs Korn nehmen kann oder so. Fährst du auch diese Schiene oder kommst du als der Battle-Rapper in die Comedy-Schiene? Ich komme auf jeden Fall nicht als der Battle-Rapper, ich komme als ich, genauso wie ich als ich auch in Battle-Rap gekommen bin, komme ich auch als ich in die Comedy rein. Und das, jetzt habe ich auch mein Ding so gefunden, genau so diesen schmalen Grat auch, dass Alter, vor 1,5 Monaten ist halt jemand in der Show wirklich auch aufgestanden, hat geboot und ist aufgestanden. Wirklich? kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ein bisschen was Sexistisches gemacht, so, was immer zieht, sind halt Punchlines, aber da waren halt so keine Ahnung, Mareike und keine Ahnung, Alter, eine Henrike saßen da halt so Alnatura-Publikum. Oh Mann, ich kenne eine Mareike und Henrike und die sind cool. Ja, mag sein, aber das war wirklich so Strickpoli Alnatura Ollen. Und ich habe dann halt so die Witze gemacht, die Gags gemacht und dann mittendrin, ich bin dann so, alle lachen sich behindert und mittendrin, nachdem die gelacht haben, hörst du halt so. Und dann, du bist ja super fein, du hab ich angeguckt und hab dann erstmal weitergemacht. Nochmal einen rausgehauen, die Leute lachen wieder.
Und dann hat die zu Ende lachen lassen und dann meint die so, Buh! Und ist einfach so, und ist einfach aufgestanden, alleine. Feier ich übelst den Move, weil alleine, und ihre Freundin war auch so, okay. Ihre Freundin ist sitzen geblieben? Nee, die musste dann auch mit aufstehen, so, die hat dann auch ihre Jacke genommen, ist auch mit aufgestanden. Ich habe das als Tonaufnahme nur auf dem Handy, weil wir machen ja immer Tonaufnahmen von jedem Ding. Und dann, da war ich halt so perplex, meinst du so, war das jetzt zu viel? Und dann hörst du halt die Leute rufen, die meinen so, Dicker, das ist geil, was du machst, scheiß auf die Alte. Und dann alle so, hast du eine geile Energie entwickelt. Und danach habe ich dann halt noch so, dann halt so, meinst du, ey, krass, ob die beiden jetzt wohl draußen stehen und sagen, ey, Marco, das ging gar nicht und so, was sagt er? So, da habe ich ihn ein bisschen verarscht halt so, die Leute haben es noch mehr gefeiert. Und dann meinst du so, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Dann meint die so, ruft eine Frau so, beim Eierlecken. Und ich so, ah, stimmt, genau. Frau bläst und dann weitergemacht so. Okay, richtig geil auf jeden Fall. Deswegen, also das ist halt, scharf, es ist böse, es ist zynisch, es ist sarkastisch, es ist manchmal ein bisschen flach, aber mit meiner Note, aber halt rundumschlagmäßig so. Und deswegen, das Einzige, was ich, die Eier, mit der ich auf die Comedy-Bühne gehe, die habe ich mir beim Battle Rap geholt, was halt reinrufen angeht. Mhm. Das also heißt, mit Hecklers kannst du da eigentlich gut umgehen. Sind ein Segen. Also ich freue mich über jeden. Ich wollte gerade fragen, ist es ein runtergespultes Programm? Ist es wie ein Written Battle? Ist es ein Mixed Martial Bars? Freestylst du zwischendurch? Also ich bin einer der Comedians, die ganz, ganz wenig. Also bei mir ist wirklich alles getaktet, jede Sekunde und so, alles getaktet so. Wenn einer reinruft, kann ich da gut mit umgehen. Ich freue mich auch, wenn jemand reinruft, aber ich beziehe das Publikum ganz selten mit ein, weil ich schon meine Nummer so ganz sauber durchziehen will. Hab aber jetzt zum Beispiel auch beim letzten Mal White Chocolate die Erfahrung gemacht, da habe ich die ersten 15 Minuten nur Publikum gemacht. Und das war besser als das geschriebene Material. Wow. So, deswegen, es war eine sehr, sehr wichtige neue Erfahrung auf jeden Fall, dass ich weiß. Ein bisschen wie bei den Battles, zieht die Situationskomik dann manchmal ein bisschen mehr, wenn die merken, du gehst da wirklich auf was ein. Weil die, das ist halt dieses, oh, das ist gerade genial, das ist sehr schnell im Kopf gewesen. Okay. So, natürlich, klar. Trotzdem habe ich mal gehört, und ich glaube, mir selber hast du es auch mal gesagt, dass du sagst, dass es schwieriger ist bei Rap-Battles. Aber du sagst jetzt, die Punchline kommt dir halt direkt im Kopf, aber du brauchst ja nicht mal einen Reim zu verpacken. Ich habe gesagt, es ist schwieriger bei ich habe gesagt, nee, bei Comedy ist schwieriger. Ja, genau. Ja, klar. Aber du jetzt gerade gesagt hast, bei einem Freestyle-Aspekt, wenn dir zum Beispiel eine Situationskomik einfällt und du eine passende Punchline findest auf die Situation und du musst dir ja bei Comedy nicht einen Reim verpacken. Nee. Warum ist es trotzdem schwieriger? Ja, es ist einfach, das Szenario ist einfach viel schwieriger. Du bist allein auf der Bühne, alles ist ruhig, es sind fremde Leute, keiner kennt dich und du musst dich quasi neu vorstellen und die von deinem Humor überzeugen und zum Lachen bringen, so. Und beim Rap-Battle läuft ein Beat vorher, die Leute sind gut drauf, die kennen dich, die wissen, warum die da hinkommen, die kennen das ganze Thema, die wissen ungefähr, worum es geht. Und Reime machen, deswegen verpackt man ja auch alles, was man leicht lernen will, jedes, keine Ahnung, Alphabet oder irgendwelche Matheaufgaben, verpackt man in Reime, weil es sich in Reimen einfach leichter merken lässt und du kannst in Reimen Leute leichter unterhalten als in gesprochenen Wort, was ich auch zu meiner Verteidigung noch sagen, nicht zu meiner Verteidigung, zur Rechtfertigung noch sagen muss. Es gibt ja diesen einen Clip, also es gibt, glaube ich, online vielleicht so 3 Videos von mir oder so, ne? Und eins ist halt dieses erste Nightwash-Ding, wo ich noch im Anzug da stehe und da habe ich mir so in die Hosen gemacht vom Auftritt, dass ich mir noch extra was überlegt habe, wo ich so reime, weil ich mir denke, okay, reimen, da bin ich ein bisschen durchs Battle Rap jetzt so ein bisschen drin und das ist sicherer und das ist safer so ein bisschen, war die falscheste Entscheidung ever, Lerneffekt so, aber das war auf jeden Fall noch die Denke damals so. Okay. Das war mit dem Opa die Geschichte, ne? Das war auch bei Nightwash, aber das war nicht das Gereimte. Also nicht das Gereimte. Okay. Ich bin so mit Reimen eingestiegen und das war halt so, die Leute waren halt so, was macht der da? Okay. Innerhalb der Comedy-Szene gilt es als, bist du Newcomer, ne? Oder was hast du da für einen Status? Boah, das ist voll schwer zu sagen. Haben die bekannten Comedy, die Comedians dich auf dem Schirm? Nein. Felix Lobrecht kennt dich, oder? Ja, ja. Aber der ist auch noch jünger, aber ich glaube, so, keine Ahnung, wie sie alle, die ganzen Leute, die halt Touren spielen, Atze Schröder durfte ich kennenlernen, aber Mittermeier, wie sie alle heißen, so, das ist halt ein sehr krasse Gap zwischen den Generationen auf jeden Fall. Ich sag mal, in der Berliner Szene kennt mich auf jeden Fall jeder. Ich würde auch sagen, ja, doch, Open-Mic-Szene deutschlandweit kann man mit meinem Namen was anfangen, aber also die ganz Großen kennen mich auf jeden Fall nicht. Also Atze Schröder kam halt auch, der meinte so, okay, aber du giltst du als Newcomer dann in der Comedy nicht mehr? Nicht mehr. Also vor seinem ersten Solo ist man quasi eigentlich immer Newcomer so. Okay. Wer gilt denn als Newcomer? Wer ist ein vielversprechender Newcomer? So wie wir jetzt über in der Battle-Szene über Hiding John und so gesprochen haben, wer ist denn der nächste in der
Comedy-Szene. Also der nächste Große bin auf jeden Fall ich. Nee, nee, da bin ich auch gar nicht so wie beim Battle Rap. Da sage ich nicht so hier ich, sondern ich hoffe einfach, dass das noch größer wird und ich sehe das Potenzial auf jeden Fall und ich glaube auch, obwohl ich Pessimist bin daran, dass das noch groß wird. Nicht so lobrecht groß, aber groß genug auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt Newcomer sagen müsste, dann müsste ich ja welche sagen, die ich jetzt schon seit ein, zwei Jahren von Open Mics kenne, die ihr aber nicht kennt, die dann für euch Newcomer sind. Aber wenn ich jetzt nach meinen Newcomern gehe, die jetzt so ein halbes Jahr dabei sind, schwierig, Alter, weil halt, also Christina Boganski zum Beispiel, die ist eine Frau, die macht das seit, glaube ich, einem halben Jahr oder so. Die ist ganz fresh so, aber sonst ist halt, ich bin halt wie beim Battle Rap, Alter, ich feiere voll wenig. Es ist ja als Zuschauer besonders cool, den Werdegang halt zu verfolgen. Deshalb frage ich, wen sollte man jetzt schon auf dem Schirm haben, der vielleicht das Potenzial hat, groß zu werden. Und groß werden ist ja vielleicht auch relativ in dem Zusammenhang. Ja. Aber wie fühlst du, also wie hast du dich am Anfang der Battle Rap-Karriere gefühlt und dann jetzt am Anfang der Comedy-Karriere? Also bist du da sicherer in der Comedy-Szene oder warst du mehr sicherer am Anfang der Battle-Rap-Szene? Ich meine, bei den ersten Matches da, Roni 87 und so, wusstest du, dass du dann mal halt millionenfach Click-Battles hintereinander bekommst? Nee, ich wusste, erst nach dem Jack-Dragon-Battle wusste ich, also nach dem ersten A Cappella-Written, wusste ich, okay, ich kann hier wirklich meine Show draus machen. So. Und deshalb, und ich meine jetzt diesen Vergleich am Anfang der Battle-Rap-Karriere oder Laufbahn im Gegensatz zu der Comedy-Laufbahn-Karriere. Würde ich sagen, ich weiß jetzt seit einem Jahr safe, dass ich wirklich ein guter Comedian bin, weil ich halt so, also 100 Mal aufgetreten bin, verschiedenstes Publikum, verschiedenste Altersgruppen, verschiedenste Orte. Props von etablierten Comedians? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Atze Schröder, haben dir Props gegeben für dein Programm? Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, so, das ist krass mutig, was du machst, übelst risikoreich. Aber die Punchlines sind geil. Und dann, aber die Frage ist auch immer so, mit wem arbeitest du? Wir hatten ja mal früher am Anfang immer so diese Gespräche, man scheiß mal auf Social Media und was die Leute in Kommentare schreiben. Und so denke ich mir auch in der Comedy. Scheiß mal die Leute die außerhalb, was sagen die Leute, die etabliert in dem Game sind. Genau, was sagen die Macher? Das ist das einzige Entscheidende bei der Geschichte. Genau, und das was ich halt merke, ist halt, ich bin nicht der beliebteste Comedian in Comedian-Kreisen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, so, aber wenn ich das Haus abfackel, fuck ich das Haus ab. Und es gibt, ich kann das sagen auf jeden Fall, es gibt keinen Comedian, also ihr werdet, wenn ihr einen Comedian kennenlernt oder der Comedy macht oder in Berlin oder sonst wo oder der mich schon mal gesehen hat und sagt, der sagt, der ist nicht so ein guter Comedian, sondern die haben mich alle schon gesehen, wie ich wirklich abliefer. Ich frag mich halt so, nach was für Kriterien man geht und ich bin da halt nicht so deep in der Szene drinne. Wenn ich dann zu so einem Abend komme, dann feiere ich einfach sehr viel, was lustig ist. Ich weiß nicht, wie sehr innerhalb der Comedian-Szene, das dann cool ist oder nicht cool ist. Ich bin dann halt wie bei uns diese Battle-Rap-Touristen, bin ich dann halt, ja, leichtes Publikum, weil ich dann sage, oh, finde ich voll witzig. Ja. Dann sagt der andere erfahrene Comedian, kennt man schon eigentlich 3-4 Mal, so wie bei uns vielleicht, wo ich dann sage, ein Battle-Rapper hat eine Line gebracht, die gefeiert wurde. Ich denke mir, ey, komm, die gibt's schon 3-4 Mal. Genau. Ne? Und ist das dann auch so in der Comedy-Welt? In der Comedy-Welt ist halt auch so, ich habe ja auch super viele von meinem Bekanntenkreis zur Comedy gebracht oder mit zu Open Mics geschleppt oder sag, ey, zieht euch mal Open Mics rein. Mhm. Und die sagen so, ey, ich habe den einen Typen da gesehen, der war echt lustig. Und ich sag so, safe, nein. Mhm. Ist Humor, ist Geschmacksfrage. Ich sag nur, ich feiere den nicht so. Warum denn nicht? Ja, wenn der ein Bit anfängt, merkst du schon nach 5 Sekunden, wie die Endpointe ist. Mhm. Weil für mich ist so das Ding so, Punchlines müssen aus dem Off kommen. Mhm. So, das ist so das so der Anspruch. Und das sind halt die mich am meisten begeistern, so trocken, böse, aus dem Off, wo du merkst, oh, oder wo du so denkst, Alter, wie beim geilen Engel, gibt's ja in Comedy auch so, oh, das ist nice gedacht. Mhm. Zum Beispiel letztens hat, ich weiß nicht mehr, wie der Comedian heißt, aber das, so Comedians geben dann so Props, ist wie beim Battle Rap, dann halt so, boah, Punchline, der hat dann so ein Ding, ist jetzt natürlich nicht lustig, wenn ich das jetzt erzähle, keiner wird jetzt lachen, wenn ich es erzähle, aber der Gedankengang ist halt geil, dass der sagt halt so, ja, Tinder und so, pipapo, ist schon ausgelöst, das Thema, aber er macht halt dieses Tinder-Thema und sagt so, ja, ey, ich finde so, Leute werden dann so ein bisschen übermütig auch, ich finde, man sollte das bei Tinder so machen, so alle 10 Mal, wo du nach rechts wischst, sollte dann einfach dein eigenes Bild wiederkommen. Dass du weißt. Weißt du, ich meine, verstehst du den Gedankengang? Ja, so. Das muss man vielleicht ein bisschen pointierter so betonen. Ich hab's auch ganz schlecht erzählt. Genau. Ich hab's super schlecht erzählt. Ich meine, der Gedankengang ist geil. Leute sind halt so und denken sich so, okay, ich bin heftig, so, ich mach die brauche ich nicht. Wenn du dann einmal weiterwischst, kommt mir wieder dein eigenes Bild. Ah, Reality-Check, scheiße, ich bin selber nicht so gut.
So, und das ist ein geiler Gedankengang. Die Pointe zieht auch jedes Mal. Okay. So, das sind halt so, wo du dann halt so Props gibst, nach dem Motto, okay, das ist ein nicer Gedanke gewesen. Okay, apropos nicer oder falscher Gedankenweg. Ist es ein falscher Gedankenweg, wenn ich dann sage, bei einer Comedy-Tour spielst du halt immer wieder dasselbe Programm ab? Ist da nicht Battle Rap schwieriger? Weil du sagst ja halt, es ist andersrum, ja, wenn Erfahrungen in beidem hast. Ja, natürlich, weil ich weiß ganz genau, wenn ich mit euch zum Beispiel auf, ich habe ja mit Gian diese Eröffnungs-Battles gemacht, ne? Genau. Und ich weiß ganz genau, wenn wir 15 Städte abfahren, diese Parts, die ziehen vor jeder Crowd. Mhm. Von Haus rastet aus bis zu wow, nice. Dasselbe Comedy-Programm, 1:1 betont, Freitag Ausraster, Samstag Oh, Scheiße. So, aber das ist, weil Comedy halt so fein ist, man. Das sind Millisekunden, das ist, fällt da ein Glas um, ist vor dir ein Comedian gewesen, der die ganze Stimmung in eine andere Richtung gebracht hat. So, das ist halt die feinste Kunst, die man machen kann, und deswegen macht es das so schwierig. Ich weiß, mein Material ist gut, ich weiß, die Punchlines sind erprobt, die haben 100-mal gezogen, aber ich weiß nicht, ob ich dann nach Bielefeld gehe im Oktober und die dann auch zieht. Das ist das Krasse. Ist das wirklich so, dass es nur auf dieses Material dann ankommt oder diese Außenaspekte, oberflächlichen Sachen? Wie viel spielt Aussehen eine Rolle? Deswegen habe ich gerade nach Newcomern gefragt. Kennst du Jasmin Poesie? Ja, klar. Ja, mit den so. Ist für mich keine Comedian. Nee, also sie rappt ja auch, macht ja Poetry. Genau, die macht Poetry Slam, aber die war einmal bei Nightwash, und ich habe jetzt noch nicht irgendwie gesehen oder gehört. Wir sind da auch, ich sag mal, wir sind da auch sehr picky nach dem Motto, nee, das ist da noch kein Comedian. Ich habe auch super lange nicht gesagt, dass ich Comedian bin. Du unterscheidest, also ich meine selber, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich selber feiere auch Volker Pispers, Hagen Rether, Serdar Somuncu und so, das ist wirklich was anderes als Comedy. Was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Bei Kabarett lernst du was, es ist intellektuell anspruchsvoller auf jeden Fall. Kein 20-Jähriger oder 30-Jähriger, würde ich sagen, kann sehr, sehr gutes Kabarett machen. Es setzt eine Erfahrung heraus, einen gewissen Erfahrungsschatz, einen gewissen Intellekt, den du in dem jungen Alter, glaube ich, gar nicht so trocken auf der Bühne auch so belehrend bringen kannst. Deswegen, du lernst was und lachst. Das ist so Endlevel. Okay. Also sowas wie Entertainment. Wie hat man, es gibt auch mal so ein Mischwort, Information und Entertainment. Ja, genau, Infotainment. Ja, also das selbst so Leute wie ich, die jetzt nicht so belesen sind. Mhm. Ich gehe zu Pispers und denke mir so, okay, ich habe jetzt von der Politik nicht so krasse Ahnung, aber der erklärt das so geil, dass jeder checkt, wie genial das ist und wie lustig das ist. So. Okay. Das ist schon krass. Ich habe mal ja gesagt, du hast mir erzählt, es gibt ja dieses Open-Mic-Comedy, ne? Und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ich auch mal so Comedy-Elemente in Battle-Rap gebracht habe in der ersten Saison. Und dann habe ich dich gefragt, würdest du mir zutrauen, eine Comedy-Show zu machen, mal ganz aus meiner Komfortzone rauszugehen und wieder eine Challenge zu wagen? Und dadurch, dass du ja sagst, dass es auch noch schwieriger ist als Battle-Rap, verunsicherst du mich halt, weil ich dann denke so, okay, ich denke nicht, dass ich dieses typische Comedy-Ding durchziehen könnte, aber einfach mal Bock hätte, die Sachen, die ich lustig finde, die in meinem Umfeld passieren, so einfach mal auf der Bühne zu erzählen und die Erfahrung zu machen, ob es lustig ist oder nicht. Das würde ich gerne, oder wie lustig. Weißt du, wie Bock ich hätte, da im Publikum zu sitzen? Du wärst dabei, um dich über mich lustig zu machen? Nicht immer, nee, soll ich sagen, also weil ich ja so bin, wie ich bin, Alter, Trotzkopf, Mozzi, Günni, negativ, so, an erster Linie schießt mir in den Kopf, da zu sitzen und danach zu dir zu kommen und zu sagen, Was siehst du? Weißt du jetzt? Jetzt weißt du, ne? Okay, weil also der Augenblick, der ist ja zertrümmernd, wenn du eine versuchst, eine Pointe zu bringen und die sie einfach nicht zieht. Viel schlimmer als beim Battle Rap. Ja? Viel schlimmer. Schlimmer als, also wenn du eine geile Punchline hast und die zieht nicht, ne? Das hatten wir ja schon oft, ne? Aber das ist beim Comedy also wirklich, weil du versuchst ja krampfhaft einen Lacher zu bringen. Diese Stille, Mann, du bist nicht eingebettet in... Und selbst wenn ich darüber selber lache, ich lache ja manchmal gerne über meine eigenen Witze. Noch schlimmer. Ich würde, wenn ich mich trauen würde, auf eine Comedy-Bühne zu betreten, dann würde ich einen Humor, also ich würde einfach etwas erzählen, ich würde diesen Realness-Film, glaube ich, weiter durchziehen, so wie ich es im Battle-Rap mache, einfach reale Geschichten aus meinem Umfeld erzählen, die wir lustig fanden, und dann gucken, wie das ankommt. Ich sag dir, also ich mache. Dann stehe ich vor einer schweigenden Crowd. Pass auf, ich wette ja kein Geld mehr, ne? Aber wenn ich noch wetten würde, würde ich halt wirklich so, ich würde einfach so 100 Euro drauf setzen, dass du so innerhalb der ersten Minute da oben stehst und dir denkst, fuck.
Scheiße. Also wenn ich jetzt eine Comedy-Bühne betreten würde, würde ich gnadenlos untergehen nach einer Minute und mir wünschen, dass diese Zeit schnell vorbeigeht. Ey, das ist nicht gesagt. Ich würde da Geld drauf setzen auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre so. Nicht, weil ich nicht meine, dass du nicht lustig bist, aber ich, so wie ich dich als Menschen einschätze und wie ich dein ganzes Ding einschätze und wenn ich mir das auf eine Comedy-Bühne vorstelle mit dem ganzen Surrounding, stelle ich mir halt vor, dass das awkward werden könnte auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du dann anfängst, so... So, dies alleine schon ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Ein Gag zieht nicht und du lachst noch nach. So. Das ist ja das Schlimme. Also mir wird oft gesagt, wie sehr, manchmal wundere ich mich. Also ich erzähle was, was ich extrem lustig finde. Um mich herum findet es keiner lustig. Ja, und ich kann mich nicht einkriegen. Ja. Und ich muss trotzdem voll lachen. Dann. Das auf einer Comedy-Bühne. Also diesen Realness-Film. Ich will noch eins sagen. Ich glaube, vom Potenzial her safe. Du kannst lustige Punchlines schreiben. Du hast einen guten Humor. Klar, du hampelst viel rum und lachst nach so, aber es könnte auch das komplette Gegenteil sein, dass es auf der Bühne auf einmal so durch Magie alles irgendwie stimmt und so ein Vibe im Publikum entsteht nach dem Motto, der ist voll der lustige Bär und eigentlich ist der gefährlich, aber irgendwie ist der auch lustig und dass so diese Welle genau erwischt und das super ist und du von der Bühne gehst und dir denkst, pff, hast du gesehen, Samuel, hast du gesehen? Ne? Naja, also ich denke, ich würde ja... Du würdest halt beim zweiten Auftritt sterben. Ja. Okay, ich glaube, wenn, dann würde ich es wirklich nur einmal machen. Ne? So. Ja, oder ich lecke so ein Blut, dass ich sage... Lacher, wenn du den ersten Lacher einmal hast, dann ist es, glaube ich, vorbei. Also das heißt, die Geschichten aus meinem Umfeld, sagen wir mal, dass ich mir ein, so wie du, Radmonopol, was wir geredet haben, was du in Comedy bringen kannst, was kein anderer bringen kann, dass ich dann versuche, etwas zu bringen, was kein anderer bringen kann, das wären dann meine realen Stories. Thematisch ist es problematisch, wenn ich natürlich, deswegen sage ich ja, wenn ich Straßencomedian oder Sachen, die im Gefängnis lustig waren, ich glaube nicht, dass die lustige Potenzial des Grauens, also ich würde auf jeden Fall mich auch anbieten, da vom ersten Mal nicht, aber wenn du irgendwie Blut leckst und Bock drauf hast, auf jeden Fall zu helfen, so ein bisschen zu verfeinern, weil, also wenn ich jetzt für dich zum Beispiel ghostwriten würde, wäre so, das wäre so einer der Ghostwriting-Jobs, wo ich sage, okay, ich mache mir jetzt kurz kein YouTube-Video, da habe ich voll Bock drauf. Yeah. Okay, ich sag ehrlich, also bei da habe ich diese MC-Ehre nicht, wie beim Rap halt, ja. Da will ich mir nichts ghostwriten lassen. Bei Comedy vielleicht schon eher, da kann ich mir eigentlich vorstellen, hätte ich eigentlich keine Berührungsängste. Aber ich würde trotzdem erstmal versuchen, Geschichten aus meinem Umfeld zu bringen, die ich einfach sehr lustig fand. Ja. Ich kann sein, dass ich scheitern würde an der Performance und ich nicht weiß, wie ich das rüberbringen sollte. Vielleicht auch zu nervös wäre, genau, dann die richtigen Pausen zu setzen. Also, dass ich, sagen wir mal, was die Performance angeht, total low dort wäre, aber die Pointe, die ich halt lustig finde, würde ich einfach mal bringen wollen und zwar, weil sie einfach wahr sind und wirklich reale Geschichten sind so. Ja, und ich bin, wie gesagt, also ich... Du wärst gespannt drauf? Ach, übelst, Alter. Ich würde auch wieder auf einfach Eintritt zahlen, obwohl es ein Open Mic ist. Du, alter Dicker, Polacke hat den Talk auch schon mal vor 3 Jahren, der hat mir sogar mal was, der meinte so, okay, ich hab hier was. Hat er mir geschrieben, ich so, ey, Dicker, das ist Weltklasse. War wirklich lustig. Das ist so lustig. Ich hätte nicht sagen können, ob es auf der Bühne auch so funktioniert, aber es war safe, gut geschrieben und lustig. Und es ging um eine Fliege. So, die Fliege so, bzz, das so, dann so, aber kennst du den Polacken, der Todeshumor so, ne? Gospel, Moloch, Dilemma, du, das wäre wirklich mal ein Traum, einmal so ein, wenn ihr alle ready seid, einmal so ein Rap, Hip-Hop, Open Mic, aber Comedy Open Mic, aber mit solchen Leuten zu machen. Okay, wenn ich dir erzähle, ich erzähle dir die Geschichte, die ich lustig fand von meinem Freund und ich glaube nicht, dass sie comedy-mäßig ankommen würde, aber ich war mit einem Kumpel mal im Club und wir haben gefeiert. Und ich bin frühzeitig abgehauen, habe einen Polnischen gemacht. Er war mit einer Dame da am Baggern und wir haben uns aus den Augen verloren. Am nächsten Tag rufe ich ihn an oder er ruft mich an und fragt, wo warst du auf einmal? Ich sage, ja, ich habe einen Polnischen gemacht, war weg, passed out. Was lief bei dir mit der Dame? Hast du geklärt? Er so, nee, man ging leider nicht klar, die ist abgehauen. Habe ich eine andere versucht, so Restestyle, kurz vorm Clubende, ging auch nicht klar. Dann ist er sein Telefonbuch durchgegangen, hat sich keine gemeldet, die eine hat einen Freund gehabt. Und dann hat er gesagt, ich bin dann halt sehr frustriert nach Hause gegangen und habe meine Freundin gefickt. Ich finde das extrem lustig. Ja, und das ist der Moment. Das ist genau der Moment, von dem ich irgendwie vorne. Das ist genau der Moment. So, wenn ihr das auf der Bühne... Cringe Comedy am Mittwoch. Also ich kann mir da vorstellen, wie du in der Unsicht und sagst so, nicht, Vater, nicht. Nein, ich kann mir genau, ich hab extra... War ich noch mal im Club. Ich habe extra dieses Beispiel genommen, weil ich glaube, das wird einfach keiner lustig finden. Warum finde ich das lustig, warum die Mehrheit nicht? Weil du ja nicht
keine Ahnung, was jetzt, ich hab's ja jetzt aus, mit Comedy-Ohren gehört, so. Es ist halt kein, also es ist jetzt es ist keine, die Punchline kommt nicht aus dem Off. So ist halt. Nee, es war so, die Story war. Ja, ne, ja, mag ja sein, Alter, aber es, das macht's auch nicht lustiger. Ja, yeah, also das ist keine, ich find's halt lustig in meinem Umfeld, wenn der das erzählt, dann lache ich mich tot. Er hat's mir dann halt erzählt und ich habe mich tot gelacht. Das ist so dieses, da muss man dabei gewesen sein. Genau, also, aber das ist halt keine, das ist kein, keine professionelle Comedy halt, ne? Also, Kann auch sein, aber das reicht halt nicht, sondern da musst du halt, wenn du mir das erzählst, würde ich zum Beispiel sagen, okay, der Ansatz ist gut, der Stamm ist gut, aber wir machen daraus noch, okay, so Seitenjokes einbauen, dann was in der Disco noch passiert und das Ende mit der Freundin ist vorhersehbar, das kann man vielleicht noch ein bisschen... Ich dachte elegant an. Deshalb kam für mich die Pointe ja so lustig. Halt, Comedy-Publikum ist kein Battle-Rap-Publikum, die sind auf jeden Fall ein bisschen cleverer, so. Ist dann zu flach oder zu stumpf auch irgendwie, ja, und dann hat er sich halt eingewichst. So, nee, einfach nein. So, dann muss am Ende was anderes passieren. Oder der Misslead nennt man das, dass du halt in eine ganz andere Richtung gehst, dass der dann irgendwie aus dem Off kommt, aber das ist da auf jeden Fall nicht so gegeben. Passiert sowas aber auch großen Comedians, also die dann natürlich, ne? Also natürlich, Alter. Michael Mittermeier war da, hat sein neues Programm geschrieben und man sagt halt in der Comedy Bomben, wenn man einen Auftritt hat, wo keiner lacht. Der ist nicht gebombt, aber es war auf jeden Fall ein schlechter Auftritt, aber... Der hat da halt auch nur geprobt. Der hat sein Material geprobt und das ist, man muss halt diese Auftritte machen, wo du halt so testest, okay, lachen hier ein paar, grinsen da ein paar, okay, dann halte ich fest, das nehme ich fürs nächste Mal, baue ich um. Und der macht das seit 20 Jahren, der ist ein Meister in dem, was er macht. Der steht da in Berlin, das war am Cottbusser Tor, Cotti Comedy, steht da vor jungen Leuten und die haben fast nichts gepeilt von dem, was der meinte, weil der halt ein bisschen älter ist und auch die Themen angesprochen hat. Die Leute waren nicht so politisch interessiert, ist halt in die Hose gegangen so. Und vor dem hat halt jemand abgerissen, der irgendwie 20 war und andere Comedy gemacht hat so. Das macht ihn ja nicht zum schlechteren Comedian. So. Okay, also selbst quasi einer, der wirklich viel Erfahrung hat, kann da und hier und da in so ein Fettnäpfchen halt treten. Dave Chappelle, Chris Rock, sie sagen es alle so, das ist ja das Krasse an Comedy. Jerry Seinfeld, so, wer hat Comedy mehr gemeistert? Es gibt keinen saubereren Comedian als Jerry Seinfeld. Der sagt so, ich weiß vor einem Auftritt nicht, ich weiß nicht, ob es gut wird. Ich weiß es nicht. So, das ist das Krasse. Okay. Das ist also wie beim Battle-Rap ein bisschen. So, du begehst dein Material durch und kann man nicht vergleichen, ne? Also ich weiß ganz, also es gibt, du hast A Cappella-Battles, da weißt du ganz genau, okay, die Line zieht. Oder wenn ich für einen Freestyle das und das vordenke oder so, oder das und das mache, du weißt einfach, das haut rein. Es gibt doch die, man sagt doch immer Video-Footage oder YouTube-Bars oder sowas, ne? Ja. Wo man sagt, es zieht live nicht, ist zu sehr um die Ecke. Gibt es sowas auch beim Comedy, dass man sagt, okay, das hat live nicht gezogen, aber. Weil es nur live ist. Ja, ne? Ja, also Comedy, deswegen sagen ja Leute, ich hab den auf YouTube gesehen, den Comedy-Clip, ich fand's nicht so gut. Ja, ist auch auf YouTube. So, wenn du live da sitzt und Leute um dich rum mitlachen, du das Live-Feeling hast. Ist ein bisschen wie im Kino auch, ne? Volle Kanne. So, da ist ein Film, ist dann einfach besser. So, und bei Comedy ist es genauso und wenn du sagst, ich hab's auf YouTube gesehen und sitzt dann da so alleine und denkst dir so, ich mag den nicht, ich guck mir mal die Comedy an, aber geh mal in eine Show, trink zwei Bierchen, sei mit Leuten da und dann siehst das live und die Leute um dich rum lachen. Okay. Was anderes. Wann sieht man dich live vor allen Dingen in Berlin? Boah, in Berlin bin ich am 4.11. im Babylon. Dieses Datum merke ich mir, weil da was ganz Besonderes passiert ist bei dir. Am 4.11.? Nee, ist schon gut. Was? 4.11. in Berlin. Hast du entlassen, oder was? Kommen wir die Hosen auf. Ja? Sehr gut. Ja, aber nee, 4.11. Babylon. Genau. Zum Mann geworden. Erste Mal? An dem 4.11. Was für ein Jahr? 95. Boah, wie alt bist du nochmal? Wie alt bist du? 40. 40. 95. Ich weiß nicht. Du bist, bist jetzt 40 geworden? Mhm. Okay, krass, Alter. Mit 15? Ja. Boah, Junge, Alter. Wann denn du? Ja, also am 4.11. bin ich, am 4.11. bin ich in Babylon und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du kommst. Ich glaube, da gibt es aber auch, glaube ich, keine, ich glaube, nee, doch, Berlin gibt es ja wieder Tickets, weil es eine größere Location ist. Also ihr könnt auf jeden Fall noch Tickets holen. Tourdaten werden auch eingeblendet. Ende Oktober geht's los, den ganzen November durch. Tourabschluss ist dann am 14.12. in Stuttgart, Theaterhalle, 400 Leute. Krass auf jeden Fall. Düsseldorf auch? Düsseldorf am Start, auf jeden Fall, zack, ist ausverkauft. Gloria Theater in Köln. Geil. Oh, Cassius Clay Flashback und dann noch, gibt es eine Referenz zu? Ein paar Jahre später, natürlich nicht, weil das ist Comedy-Publikum so. Okay. Aber Grünspan bin ich, Backstage bin ich. Das sind ja alles geil. So Battle-Rap-Locations. Geil, ist das deswegen, geil. Ich freue mich so sehr darauf, Alter. Deswegen, wer noch kein Ticket hat, holt euch das auf jeden Fall. Wenn ihr die Battles feiert, den Humor feiert, holt, glaubt mir, vertraut mir, wenn ich euch sage, ihr werdet das feiern.
Vor allen Dingen, was ich auch gesagt habe, am Start dabei sein. Ne? Wenn das dann mal richtig krass durch die Decke geht, zu sagen, ich war bei der ersten Tour am Start. Als er noch wirklich um Tickets kämpfen musste. So, so wie die Leute, die das verpasst haben, wenn die deine ersten Battle-Rap-Auftritte verpasst haben, ja. Die sollten jetzt nicht die ersten Comedy-Auftritte verpassen. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch groß, das Ganze. Und, ja. Okay, cool. Vorfreude, Vorfreude. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Das war's, wir haben echt gut gequatscht, ne? Ich möchte nochmal, als Abschluss möchte ich nochmal sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das bis zum Ende gucken, aber es war auf jeden Fall maximal unangenehm, dieses Interview. Auf jeden Fall, das war ein Kontraview in mein Gesicht. Es wurden Sachen angesprochen, die vorher nicht abgesprochen waren. Und wer mich aber kennt, weiß auch, dass ich jetzt danach nicht hingehe und sage, ja, schneid das mal raus, bleibt auf jeden Fall alles drin. Alles bleibt drin? Bleibt alles drin. So. Word! Ja, so, und deswegen, ich erwarte keinen Shitstorm, aber ich erwarte auf jeden Fall viele Nachrichten, viele Kommentare. Es wird auf jeden Fall für Aufsehen sorgen, glaube ich. Nice, hat mich sehr gefreut. Ja, yes, yo. Top to Takeover. Peace.